Ihnen das Wort übergeben, um ein paar Worte uns zu sagen, bevor wir mit dem Vortrag anfangen. Bitte. Dankeschön. Einen schönen guten Abend an alle. Ich glaube, Sie sehen mich nicht, gell? Nein, aber wir hören Sie schon. Ah, das reicht dann. Das reicht dann vollkommen. Guten Abend an alle. Einmal möchte ich mich bedanken bei den Organisatoren für diese immer wieder, ich glaube, in dieser ganz wichtigen Phase in Südtirol, immer wieder von der Architekturstiftung das Aufgreifen der notwendigen Schritte, die wir historisch gesehen in allen 116 Gemeinden jetzt machen, beziehungsweise einige sind vorausgegangen, aber mehr als 110 Gemeinden historisch gesehen werden sich auseinanderzusetzen, nicht natürlich nur mit Baukultur, aber grundsätzlich mit der Entwicklung der eigenen Gemeinde, mit vielleicht der Verschiebung von Werten, was war uns bisher viel wert, was sind die Werte der Zukunft, das heißt, was ist unseren jungen Generationen mehr wichtig, als es uns war. Das sind einige Überlegungen, die ganz sicherlich auch stattfinden. Für mich ist es erfreulich und ich bedanke mich nochmals, dass die Architekturstiftung dieses Thema immer wieder aufgreift. Wir sind jetzt beim 5. Meeting im Zusammenhang mit Baukultur, immer wieder mit neuen Referenten, die neue Ideen einbringen. Diese Unterstützung ist ganz, ganz wichtig für die Gesellschaft, für einmal für die Freiberufler, für Gemeindevertreter, aber auch für mich als politische Vertreterin, dass ich das Gefühl habe, nicht alleine dazustehen, sondern dass es da Organisationen gibt, so wie die Architekturstiftung in Südtirol, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt und die natürlich unterschiedliche Aspekte hier einbringt. Vorrei ringraziare a tutti i partecipanti anche per questo meeting, soprattutto alla Fondazione dell'Architettura. Per me è molto, molto importante che il termine sviluppo urbano integrato si riferisce alla necessità di pianificare in maniera olistica e non settoriale. Questo significa, per esempio, che lo sviluppo urbano dovrebbe considerare la struttura degli insediamenti, i trasporti, l'ambiente e le questioni sociali nel loro insieme, per permettere uno sviluppo sostenibile. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wir einfach diese neue Herausforderung, diesen Nachhaltigkeit in Deutsch, natürlich ist ein abgegriffenes Wort, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir im Kontext denken, dass wir nicht nur in Flächen und in Kubaturen denken, dass wir einfach viel, viel mehr mit hereinnehmen bei den Entscheidungen. Ich werde mir die Referenten, die hier anwesend sind, Johannes Wohowski und Rainer Rosecker gerne anhören, muss dann leider zu einem späteren Zeitpunkt weg, also heißt um 19 Uhr muss ich weggehen, weil ich eine andere Veranstaltung noch habe. Ich sehe den Gemeindeverbandspräsident Andreas Schatzer, der ganz sicherlich kompetent die Fragen, die für Südtirol zutreffend sind im Bereich Raum und Landschaft, Gemeindeentwicklungsprogramm beantworten kann. In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung viele interessante Aspekte und dass jeder hier Anwesende etwas auch mitnehmen kann. Danke vielmals. Danke, Frau Landesrätin. Dann gleich los mit Wolfsberg und ich übergebe das Wort an Johannes Wohowski. Johannes, Audio. Hört man mich? Ja, hört man jetzt mich? Schon.
Oh, Entschuldigung. Also einen schönen guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Johannes Wachowski. Wir sind ja schon vorgestellt worden von Carlo. Ich bin Architekt in Graz. Ich habe mit zwei Partnern ein Architekturbüro mit Schwerpunkt Architektur und Stadtplanung. Und Rainer Rossecker ist schon vorgestellt, aber vielleicht noch einmal, leitet die Agentur SKAN und ist Soziologe. Und heute geht es um unsere gemeinsamen Projekte in Wolfsberg, die wir eigentlich in den letzten 8 Jahren mittlerweile gemeinsam durchgeführt haben. Die Stadt, also kurz zum Ablauf des heutigen Abends, ich möchte ganz eine kurze Einführung machen. Sozusagen die Benchmarks von der Stadtgemeinde Wolfsberg. Dann komme ich aber auch schon sehr rasch zu den Herausforderungen und zum Wettbewerb, den wir 2014 beziehungsweise 2015 durchgeführt haben. Dann übergebe ich dem Rainer Rossecker, der den partizipativen Planungsprozess erörtern wird, der parallel eigentlich zur Planung erfolgt ist. Ich werde noch ein paar Worte zur Planung dann und zur Umsetzung des Hohen Platzes sagen. Und dann übernimmt wieder Rainer Rossecker und wird über die Zukunft Innenstadt Wolfsberg und die Leerstandsdatenbank vor allem referieren. Dann noch zum Projekt Smart Cities. Und als Abschluss, sozusagen als Kern des Vortrags heute, kommen wir zum ISEC, zur Vision Wolfsberg 2030. Ganz kurz noch einmal zur Stadtgemeinde Wolfsberg. Die Stadt Wolfsberg hat ca. 25.000 Einwohner, hat eine sehr große Fläche, nämlich 278 Quadratkilometer. Ich glaube, das ist so der zweitgrößte Bezirk Österreichs. Seehöhe ca. 460 und hat 5.900 Häuser. Es ist schon erwähnt worden, Wolfsberg liegt im Lavantal, das ist ganz im Osten von Kärnten und ist sozusagen so ein bisschen das Verbindungsglied auch zwischen Kärnten und der Steiermark vielleicht, ja, könnte man so sagen. Wir sitzen praktisch jetzt östlich von ca. 80 Kilometer in Graz, also 80 Kilometer von Wolfsberg entfernt. Unsere Projekte, die ich anfangs schon einmal kurz erwähnt habe, die wir in den letzten 8 Jahren gemeinsam erarbeitet haben, die Initialzündung sozusagen war ein geladener, einstufiger Wettbewerb zur Neugestaltung der oberen Stadt. Den haben wir Ende 2014, Anfang 2015 gemacht und gewinnen können. Unmittelbar danach haben wir eben Rainer Rossecker eingeladen, um den partizipativen Planungsprozess, der eben die Planung begleitet hat, zu designen und zu leiten. Und das haben wir praktisch dann zwischen 2015 bis 2017 eben parallel zur Planung, die bis 2018 erfolgt ist, gemeinsam gemacht. 2017 war dann ein ganz wichtiges Projekt noch, nämlich die Leerstandserhebung und das Leerstandsmanagement und Impulsnutzungen. Das Projekt geht sozusagen eindeutig auf das Konto von Rainer Rossecker. Das wird er dann im Anschluss genauer erörtern. 2018 hat er dann auch das Baustellenmanagement und die Baustellenkommunikation geleitet. Und 2019 gab es dann noch ein Projekt, und zwar Smart Wolf, ein Förderungsprojekt zur Smart Cities Demo. Und ja, last but not least haben wir dann 2020 und 2021 den ISEC Wolfsberg initiiert, beziehungsweise eben der Stadtgemeinde vorgeschlagen und durften wir auch machen, gemeinsam mit einer Bevölkerungsbefragung, alles im Detail später, nur kurz eben als Überblick. Ja, die Initialzündung, der Beginn dieser Projektreihe praktisch war eben der Wettbewerb 2014 und 2015. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf die Anforderungen eingehen, sozusagen auf die Ausschreibung, wenn man so will. Es ist um die Innenstadt, um die Kernstadt um die obere Stadt gegangen. Das ist das historische Zentrum von Wolfsberg. Das sieht man, glaube ich, ganz schön jetzt auf diesem Luftbild. Es ging ganz einfach um die Neugestaltung und Attraktivierung der oberen Stadt. Es ging um die Oberflächengestaltung, aber es ging natürlich auch um die infrastrukturelle Erneuerung. Die Schwerpunkte schon im Wettbewerb, in der Ausschreibung, war die Schaffung einer Begegnungszone. Generell
ging es und geht es immer noch, muss man sagen, um die Verkehrsberuhigung. Es ging aber auch uns um die flexible Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes. Es geht natürlich immer auch um die Barrierefreiheit. Und ein Thema, das wir schon im Wettbewerb angesprochen haben, es ging natürlich auch um die Leerstandsproblematik. Wir haben bei Wettbewerbsbeginn beziehungsweise bei Planungsbeginn circa eine 20-prozentige Leerstand, einen 20-prozentigen Leerstand im Sockelbereich, also in den Erdgeschosszonen gehabt. Hier noch einmal ein paar Bilder, damit man vielleicht einen Eindruck hat zum großen Thema, nämlich zum Durchzugsverkehr. Wir haben in dieser Innenstadt circa 7000 Autos pro Tag. Das ist deswegen auch so, also und diese 7000 im Übrigen sind dann später gemessen worden, sind zu 80% Durchzugsverkehr. Also es gibt kaum Ziel- und Quellverkehr. Und es passiert deswegen, weil die Umfahrungsstraße, die in den 70er Jahren gebaut worden ist, mittlerweile mit Fachmarktzentren und Ampelanlagen verbaut ist und die Einwohner praktisch die historische Innenstadt als Umfahrung der Umfahrung also brauchen oder missbrauchen, muss man sagen. Hier noch einmal vielleicht eine Zusammenfassung der Aufgaben und Probleme. Der erwähnte Durchzugsverkehr, fehlende Aufenthaltsbereiche, kein Raum für Fußgänger, zu viele Barrieren, fehlender Grünraum, der angesprochene Leerstand, fehlende flexible Nutzbarkeit der öffentlichen Räume und die Oberfläche an sich, die eigentlich schon bessere Zeiten gesehen hat, sozusagen. Wir haben im Wettbewerb dann unser Verständnis sozusagen von einer idealen Stadt noch einmal kurz formuliert. Das war eigentlich anlässlich des Kick-Off-Meetings im Rathaus nach dem Wettbewerbsgewinn. Wir haben gesagt, wir wollen Begegnungs- und Kommunikationsräume schaffen, das heißt mehr Platz für Fußgänger schaffen, Sitzgelegenheiten. Wie wir denn das Projekt gestartet haben, gab es keine einzige Sitzbank in der historischen Stadt. Wir wollten Plätze zum Verweilen schaffen und wir wollten vor allem den Hauptplatz beziehungsweise den hohen Platz, muss man sagen, wieder zum Hauptplatz der Gemeinde machen. Man sieht jetzt unten hier ein historisches Bild von diesem hohen Platz. Sehr charakteristisch ist praktisch diese abschüssige Fläche. Das Bild, glaube ich, ist aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wo das Thema Auto noch nicht so ein massives war. Und sozusagen als Mitte gibt es die Mariensäule, die spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Hier noch einmal eine Zusammenfassung, wie wir Stadt verstehen, beziehungsweise wie wir praktisch die Wolfsberger Innenstadt sehen wollen. Verweilorte, die Innenstadt als Verweilort habe ich schon genannt. Wir wollten den hohen Platz wieder zum Wohnzimmer der Wolfsberger machen. Das war so, ich bin dort aufgewachsen, also ich kenne die Stadt sehr gut. Das war tatsächlich das Wohnzimmer der ganzen Gemeinde an sich. Das hat sich jetzt massiv geändert. Wir wollten auch Zusatzangebote immer schaffen. Hier sieht man einen Markt in Lienz, in Osttirol übrigens. Lienz sehe ich ja immer als ein relativ positives, gutes Beispiel, ist immer wieder auch genannt worden. Wir haben uns immer wieder darauf referenziert. Mittlerweile haben wir auch einen Markt am Hohenplatz, Gott sei Dank. Wir haben auch der Gemeinde gesagt, es muss ein Funktionsmix garantiert werden. Sprich, man muss vor allem auch kommunale Einrichtungen in der Innenstadt belassen. Wir wollten auch eine gewisse soziale Dichte schaffen und als letzter Punkt, wir wollten auch neue Blickwinkel schaffen. In Wolfsberg gibt es eigentlich eine sehr schöne, homogene und gut erhaltene Bausubstanz, vor allem aus der Renaissance. Es gibt so Bürgerhäuser aus der Renaissance und da gibt es vor allem auch zum Beispiel so ganz schöne Innenhöfe. Und wir wollten diese Innenhöfe auch sozusagen oder die Privaten motivieren, diese zu öffnen. Gut, der Wettbewerbsbeitrag an sich, hier noch einmal das gesamte Planungsgebiet, das sind circa 7000 Quadratmeter. Wie gesagt, das ist die historische Stadt. Rechts oben ist das Schloss Wolfsberg, links ist die Lavant, also der Fluss, der praktisch die obere von der unteren Stadt teilt oder auch verbindet, wie man es nimmt. Und
Das Wettbewerbsgebiet haben wir mal prinzipiell als Begegnungszone, also als Shared Space konzipiert. Das heißt, alle Oberflächen, alle Niveaus werden sozusagen nivelliert und es gibt eine durchgehende Oberfläche. Hier sieht man ein Rendering, also vom Wettbewerb, charakteristisch eigentlich für den Wettbewerb oder überhaupt für das Projekt ist eine Kernfläche, die wir um diese Mariensäule gestaltet haben. Diese Kernfläche ist eine ebene Fläche, die sich nach unten terrassiert und dieser schrägen Fläche eingeschrieben wurde. Dadurch entstehen an den Kanten sozusagen Sitzmöglichkeiten und Stadtmöbel, wie wir sie genannt haben. Und die Motivation, das zu machen, war eigentlich, dass wir diesen Hauptplatz eigentlich multifunktional nutzen wollen. Und das hat vielerlei Gründe. Zum einen, dass man Veranstaltungen machen kann, aber dass man auch und die unmittelbar angrenzenden Funktionen wie Kaffeehäuser oder auch der Trauungssaal einfach, dass der praktisch diesen öffentlichen Raum eigentlich besser nutzen kann. Hier noch ein Bild von unten, alles Wettbewerbsstatus. Hier sieht man, wie man praktisch dieser schrägen Fläche eingeschrieben haben und immer in der Mitte die Mariensäule. Hier noch einmal die Wettbewerbspläne, nur Ausschnitte. Also es geht nicht nur um den hohen Platz, sondern eben auch um weitere zwei Plätze, auf die ich nicht eingehen werde. Hier sieht man vielleicht am hohen Platz noch einmal ganz gut diese Kernfläche, die eben dieser Fläche eingeschrieben wurde. Ich gehe da jetzt relativ rasch durch. Hier sieht man noch einen Schnitt. Die Motivation war eben, hier Aufenthaltsflächen zu schaffen, das Wohnzimmer sozusagen der Wolfsberger zu schaffen, und wird man dann im Anschluss noch sehen, ob es gelungen ist. Ganz wichtig war im Wettbewerb, wir haben auch Szenarien dargestellt, die angesprochene Trauung sozusagen, der Hochzeitsfeier am Samstag, weil wir eben dort auch diese Einrichtung haben, also den Trauungssaal haben. Und die Situation war einfach immer so, dass die Gäste sozusagen oder das Brautpaar mitten auf der Straße gestanden ist, wenn sie diesen Trauungssaal verlassen haben. Jetzt ist es möglich, hier eine Musik aufzubauen, die Agape zu feiern, zu tanzen etc. Hier das Ganze noch vielleicht in einem größeren Maßstab, nämlich das Szenario Stadtfest oder Hoffest. Wir haben hier mit dieser Intervention, also mit dieser ebenen Fläche, jetzt die Möglichkeit, bis zu 250 Personen sitzend sozusagen für ein Konzert unterzubringen. Natürlich eine dementsprechende Bühne aufzubauen, dementsprechende Infrastruktur haben wir erbaut etc. Darüber hinaus soll aber natürlich auch dieser Hauptplatz einfach Aufenthaltsraum sein, auch für, also Nicht-Konsumation an der oberen Seite rechts, jetzt ist aber auch ein etabliertes Café, das die Fläche jetzt auch sehr gut nutzen kann. Ganz ein Riesenthema, wie Sie wahrscheinlich auch aus Ihren Erfahrungen kennen, ist das Parken. Wir haben im Wettbewerb schon vorgeschlagen, ca. 50% der Parkfläche zu reduzieren. Das ist bis heute ein Thema, das ist bis heute ein riesiges Politikum auch. Wir haben immer so argumentiert, wir wollen das Dauerparken einschränken und zwar nur mehr Halteflächen eben in der Begegnungszone schaffen, maximal 30 Minuten. Und auch wenn ich jetzt sozusagen 50% der Parkierung wegnehme, kann ich durch diese kürzere Haltezeit sozusagen eigentlich gleiche Frequenz, wenn nicht eine größere, vielleicht sogar erreichen. Und als letzte Folie jetzt und als Überleitung dann zum Rainer. Hier noch einmal eben im Wettbewerb noch einmal ausgewiesen die wichtigen kommunalen Einrichtungen in Gelb, die es im Bestand gibt. Während der Planungsphase gab es einmal eine große Diskussion, die Musikschule abzusiedeln in die Mittelschule. Das haben wir, nicht wir persönlich, aber die Diskussion sozusagen hat es erreicht, dass dies verhindert wurde. Die Musikschule in Wolfsberg spielt eine Riesenrolle, weil wir haben eine sehr starke Kulturszene, die aus der Musikschule, aus einer Jazz, vor allem aus einer Jazzklasse sozusagen kommt. Es wäre ein Wahnsinn gewesen, auf jeden Fall diese Musikschule da auszusiedeln. Haben wir eben Gott sei Dank erreicht, dass die geblieben ist. Und die pinken Flächen hier sind noch einmal die Leerstände, die wir vorgefunden haben.
Rainer, bitte, jetzt übergebe ich dir. Ja, vielen Dank, Johannes. Ich hoffe, man hört mich. Ich höre dich. Gut, und schönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und das freut uns natürlich, dass wir heute diese Projekte präsentieren dürfen. Im Mittelpunkt steht jetzt die sogenannte Leerstandsspirale und Johannes hat es schon erwähnt, welche Rolle das spielt. Wolfsberg eigentlich ein klassisches Beispiel für mittelgroße Städte, so um die 20 bis 30.000 Einwohner in Österreich, wo man einfach gemerkt haben, in den letzten Jahrzehnten zunehmende Ausdünnung der Stadtzentren, der Funktionen, zunehmende Probleme eigentlich hinsichtlich Mobilitätsverhalten, Verkehrssituation und ruhender Verkehr mit dem Parken. Und wir beschäftigen uns seit Anfang der 2000er Jahre mit dem Thema Leerstände und haben im Zuge dessen feststellen können, es gibt einfach solche Spiralen, Leerstandsspiralen. Es beginnt mit einem kleinen Leerstand, Lagen werden unattraktiver, was zu weiteren Wegzug führt, was dazu führt, dass Mitteleinnahmen zurückgehen und damit eigentlich eine sukzessive Verschlechterung von Standorten passiert. Und da braucht es dann irgendwann einen Punkt und eine massive Intervention, würde man mal sagen, wie man diese Spiralen durchbrechen können, um da eigentlich eine Trendumkehr zu schaffen. Und dieses Durchbrechen funktioniert zumeist nicht nur durch technische und bauliche Maßnahmen. Das Ganze Essentielle ist, wie schaffen wir es, Menschen wieder auf diesen Weg auch mitzunehmen. Und ich glaube, das war die Stärke auch vom Wettbewerb, der schon im Zuge der Ausschreibung jetzt nicht nur festgeschrieben war, dass es um eine Sanierung von Oberflächen geht, dass es um eine Sanierung von Leitungsinfrastrukturen unter der Oberfläche geht und einer Möblierung, sondern es wirklich auch darum geht, einen Prozess zu starten. Wie schaffen wir es, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, Stakeholder mit in so einen Prozess zur Stärkung der Innenstadt auch zu nehmen? Johannes, ich würde dich bitten, weiterzugehen. Und haben dann eben in Abstimmung, wie von Johannes schon erwähnt, diesen partizipativen Planungsprozess gestartet, der wirklich sehr viel breiter jetzt nur über eine konkrete Planung des Hohen Platzes hinausgegangen ist. Bitte weiter, Johannes. Mit uns leid, wir haben uns jetzt nicht aufteilen können, dass wir da miteinander weiterschalten können, darum immer das eigentlich über Kommando. Was waren die Ziele? Welche Ziele haben wir definiert? Es ist uns darum gegangen, wirklich die relevanten Bevölkerungsgruppen und Stakeholder zu identifizieren für die Innenstadt und dann zu schauen, wie können wir die bestmöglichen unterschiedliche für sie relevante Bereiche einbinden in Entscheidungsprozesse und in Konzeptionsprozesse. Für uns war es wichtig, Beteiligung nicht nur als Information zu sehen, sondern auch als Pflichtübernahme, wo es auch um die Schaffung eines Bewusstseins hinsichtlich Problemen und Potenzialen in einer Stadt geht. Wir leben in einer Situation, ich werde nachher noch kurz darauf kommen, wir leben in einer Konsumgesellschaft und wir hatten einen langen Trend des sogenannten New Public Management, der Bürger auch als Kunde, was dazu auch geführt hat, dass Menschen zunehmend mehr gesagt haben, die Stadt sollte jenes tun, die Stadt sollte dieses tun. Und da geht es auch wieder darum, ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Stadt eigentlich alle Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt sind und nur gemeinsam leben können. Insofern auch Eigeninitiative und Selbstverantwortlichkeit und Verantwortung zu initiieren. Und unseres Erachtens ist es nur möglich, wenn man sogenannte Hands-on-Modelle schafft, sprich alle Menschen, die mitmachen wollen, mit ihren Ressourcen mitzunehmen. Und in einer Beteiligung ist es nicht nur, wenn ich Verständnis eines Plans habe, sondern vielleicht auch, wenn ich Verständnis habe, temporäre Bank zu zimmern und damit was wirklich Greifbares während dem Prozess auch schon zu schaffen. Drum bitte weitergehen. Kurz meine Erfahrung und meine Lerngeschichte zum Thema Beteiligung. Ich habe begonnen eigentlich im Rahmen von Shrinking Cities, du kannst weiterschalten, Johannes, in der Bergbaustadt Eisenerz in Österreich tätig zu werden. Das war 2003, 2004, 2005. Die Stadt mit dem höchsten Bevölkerungsrückgang, eben Eisenerz abbaut dort, aber industrielle Revolution und wirtschaftliche Veränderungen haben dazu geführt, dass eigentlich die Menschen nicht mehr gebraucht wurden und haben dort einen Beteiligungsprozess initiiert, wie das so klassisch ist. Man macht eine Beteiligung, bietet die Menschen mal in der Gemeinderatssaal, man sieht, welche Stimmung das da herrscht, keine sehr gute, weil die Vorerfahrungen waren auch nicht so gut. Es hat schon zig Beteiligungen gegeben und
Es war so die Methodik auch in dem Sinne, wir haben Flipcharts gehabt, haben Themen gesammelt und dann haben die Menschen einen grünen oder einen roten Punkt geklebt, je nachdem, wie relevant das die Themen für sie sind. Und dann, wie man das so macht, man fasst es in einen Bericht zusammen, das kommt dann zum Beispiel zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin und ruht meist sehr gut in der Schublade. Und die Menschen merken auch, das hat eigentlich keinen Impact. Insofern die Erfahrungen im Hintergrund auch, und bitte weitergehen. Wir haben sowas wie Konsumentengehirne, habe ich schon vorhin erwähnt. Wir besitzen fixe Mindsets und tun uns relativ schwer mit Erfahrungen. Und wenn wir uns die nächste Folie anschauen, haben wir natürlich zu tun, gerade wenn es um die Innenstadtprozesse geht, eigentlich mit einer sehr starken Konkurrenz. Das sind die Fachmärkte außerhalb der Altstädte, das sind die Shoppingcenter, die sie außerhalb der Innenstädte angesiedelt haben. Die Mentalität, Geiz ist geil, hat unsere Konsumgehirne geprägt. Und wenn man es jetzt rein aus einer kognitiven Ebene betrachtet, wird bei solchen Botschaften und den Konsumgewohnheiten der Botenstoff Dopamin produziert. Dopamin bringt einem Freude, sprich eben Geiz ist geil und Einkaufen ist geil und das ist Dopamin. Und wir müssen auch versuchen, wie können wir eigentlich die Freude und diesen Dopamin-Botenstoff in unseren Prozessen zur Stärkung von Orts- und Stadtkernen initiieren. Insofern die nächste Folie zeigt einfach, wie wir dann damals in Eisenerz auch begonnen haben, dort mit unterschiedlichen Formaten zu arbeiten. Wie können wir Spaß eigentlich in so einen Prozess zu bringen? Und das war eigentlich so ein wesentlicher Lernprozess, den wir auch in Wolfsberg dann umsetzen haben können. Wir haben in Wolfsberg eben mit diesem sogenannten performativen Beteiligungsprozess gestartet. Unser erster wesentlicher Punkt war, einen Leerstand gleich mal herzunehmen und zu bespielen, um zur sogenannten Stadtwerkstatt umzufunktionieren. Wenn du bitte gleich auf die nächste Folie gehst. Ist es dieser Leerstand und damit auch wirklich gleich mal erstes konkretes Resultat zu schaffen. Rechts oben sieht man die Bilder der drei Stühle, da haben wir einen Aufruf gemacht innerhalb der Bevölkerung. Wer bringt uns die Möglichkeiten, dass hier Menschen sitzen können? Bitte stiftet einfach einen Stuhl, den ihr vielleicht nicht braucht. Und wenn wir dann weitergehen, sehen wir rechts unten Benjamin Melcher, Mitarbeiter damals auch von Johannes Swarovski und Büro, und der eine Diplomarbeit machte, auch zum Thema im Rahmen des Projekts und eigentlich die Einrichtung sehr attraktiv für diese Stadtwerkstatt geschaffen hat. Stadtwerkstatt war Projektbüro, Arbeitsgruppentreffen, aber gleichzeitig auch ein Ort, um unterschiedlichen Initiativen, die es in der Stadt gibt, die aber vielleicht keinen Ort haben, weil sie nicht institutionalisiert sind, kein Vereinslokal haben, kein Büro, auch diese Möglichkeit haben, ein Projektbüro zu bekommen und dadurch wirklich mehr Dynamik in einer Stadt auch zu schaffen. Ich gebe es gleich vorweg, Jan, wir können gerne ein bisschen drüber gehen. Wir sind dann zweimal mit der Stadtwerkstatt umgezogen. Es waren wirklich immer erfolgreiche Impulsnutzungen, weil wir haben leerstehende Räume gelüftet, attraktiviert, da sind Menschen reingekommen, die dann Business-Ideen hatten und dann gesagt haben, hier möchte ich eigentlich ein Geschäft aufmachen und eigentlich drei mittlerweile erfolgreiche Impulsnutzungen für dauerhafte Nutzungen mit der Stadtwerkstatt, als Tool auch geschaffen haben. Jetzt sehen wir eben das Bankerl und Sitzmöglichkeiten gleich vorne hinweg, Arbeitsgruppentreffen, Herr Zimmer rechts oben mit der Blume, ist ein sehr schönes Bild zum Beispiel, weil zwischendurch ist massiv über Parkplätze gestritten worden. Natürlich solche Prozesse zur Veränderung einer Innenstadt, da geht es auch um Machtinteressen und Parkplätze sind ein Machtinteresse, zumindest in Österreich. Bitte gehen wir weiter. Es wurde schon erwähnt, die Wichtigkeit der Musikschule, sprich, das ist auch die Möglichkeit, wirklich Jugendliche zu integrieren bei Happenings, bei Konzerten oder auch wirklich in den öffentlichen Raum zu gehen. Wenn wir jetzt die nächsten Folien zeigen, auch die Verkehrsberuhigung schon mal zu simulieren, abzusperren und dann auch zum Beispiel eine Tafel am hohen Platz zu initiieren oder auch ein Public Viewing im kleinen Rahmen oder auch ein Hofsingen dort zu initiieren. Das ist so wirklich die Prozesse und die Dynamik, wie wir versucht haben, Beteiligung zu gestalten. Wie gesagt, wichtig sind diese Arbeitsgruppentreffen, da geht es um zentrale Faktoren, auch eine Gestaltung. Wir haben auch eine Arbeitsgruppe gehabt, natürlich für Gewerbetreibende, auch eine für Jugendliche und Generationen.
auch eine für Kultur und kulturelle Bespielung, um so wirklich gemeinsam eine Dynamik zu bekommen, um Innenstadt zu performen. Und die nächste Folie zeigt dann eben so das Gegenteil zur vorhin präsentierten Leerstandsspirale, nämlich wie schaffen wir eigentlich Spiralen zu initiieren, die in Richtung einer Zentrumsbelebung gehen. Da geht es sehr stark unseres Erachtens oder unserer Erfahrung mit Impulsmaßnahmen, Vernetzung gemeinschaftlicher Dynamiken. Das reißt wieder andere Menschen mit, bringt sie ins Boot, bringt dann mehr Mittel zumeist, um Anliegen umzusetzen, positive Entwicklungen, die sichtbar werden, um dann auch weitere Ressourcen zu bekommen und dann sukzessive auch Leerstände eigentlich wegzubringen und befüllen und Anführungszeichen zu können. Ganz kurz so die Effekte, die wir wirklich daraus gehabt haben. Eben das Programm dann Zukunft Innenstadt Wolfsberg, das wir 2017 gestartet haben, wo dann erste eigenständige Initiativen aktiv geworden sind, zum Beispiel die Stadtmacherinnen in Wolfsberg, die eigenständig begonnen haben, Leerstände zu bespielen mit einem Kulturprogramm, wo wir dann gesehen haben, dass sich Leerstände, die wir auf der nächsten Folie sehen, sehr schnell gefüllt haben. Eben da eine Darstellung auch von Leerständen. Und dann dort zum Beispiel ein Café, ein kreatives Café entstanden ist, oder der Chili Franz, der sich als Startup selbstständig gemacht hat mit unterschiedlichsten Chili-Projekten. Und wir das Hand in Hand mit einem Leerstandsmanagement initiiert haben, einerseits wirklich nochmal umfassend Leerstände zu erheben, auch Wohnungsleerstände, weil zuvor nur die Leerstände in Sockelzonen erhoben wurden. Wir haben das gemacht, die Leerstandserhebung einerseits mit Befragungen, andererseits aber auch mit Abgleich der zentralen Register, sprich das ist das Melderegister in Österreich und das ist allgemeine Gebäude- und Wohnungsregister in Österreich. Und hier wirklich einerseits Erhebungsdaten und andererseits Registerdaten zu verschneiden. Und dann eine Leerstandsdatenbank, und du kannst auf die nächste Folie noch gehen, bitte, zu schaffen für Wolfsberg, wo wir uns zuerst gedacht haben, was macht das eigentlich für einen Sinn? Oder, weil bei uns eigentlich der etablierte Wohnungsmarkt im Internet spielt sich ab über willhaben.de oder das ist so wie ImmoScout24, was die etablierten Player sind. Macht es jetzt Sinn, dass wir eigentlich ein eigenes digitales Angebot schaffen? Und für uns war es dann doch die Idee, wir machen diese Plattform, wo Menschen ihre Leerstände eintragen können, wo Menschen die Wohnungen oder Gewerbelokale suchen, nachschauen können und framen das aber mit der Idee und unserem Zugang, die Innenstadt zu stärken, wo es einerseits Wissen und der Blog über die Dynamiken in der Innenstadt gibt und wo es dann gleichzeitig auch wiederum Serviceleistungen und Informationen zu den Förderungsmöglichkeiten, zum Beispiel für Gewerbebetriebe, die sich wieder in der Innenstadt ansiedeln, gegeben hat oder gibt und auch eben für Startups im Sinne von Gründungsförderungen dort zu finden waren. Ja, nächste Folie zeigt nur einen positiven Bericht, dazu auch großes Medieninteresse ist auch wirklich verbreitet worden. Es hat eben jetzt nicht drinnen natürlich auch negative Berichte gegeben. Gerade die Parkplatzfrage war eine wirklich der umkämpftesten und emotionalsten in diesen ganzen Jahren. Können wir vielleicht im Anschluss noch ein bisschen drüber plaudern. Und dann natürlich das Wesentliche nach Jahren der Planung und Jahren der Beteiligung, dann wirklich in die Umsetzung der Baustelle zu gehen ab 2018. Du kannst jetzt zwei Folien weitergehen. Wirklich zu schauen, wie schafft man eine Baustelle, Kommunikation und Begleitung. Wir auf der einen Seite haben es ja geschafft, dass sich neue Jungunternehmer ansiedeln und dann kommt plötzlich eine mega Baustelle in der Innenstadt über zwei Jahre während dem Sommer, was eigentlich ein wirkliches Problem dann wiederum ist und insofern eben an sich eine Operation am offenen Herzen war. Bevor wir jetzt in Planung und Umsetzung gehen, vielleicht noch ein Zitat, das ihr auf der nächsten Folie findet. Nämlich, was unsere Erfahrung ist, dass diese Projekte und eigentlich sind es Prozesse, wir müssen das als Prozess sehen und nicht als abgeschlossenes Projekt, die benötigen wirklich Zeit, weil die Probleme, die wir in Innenstädten haben, die sind auch über viele Jahre entstanden, über Jahrzehnte und das kann man nicht während einen oder zwei Jahre wieder rückgängig machen und zurückdrehen,
sondern es braucht wirklich meiner Erfahrung nach 5 Jahre, 6 Jahre, damit da wirklich eine Umkehrung wieder stattfinden kann. Und das ist das Wesentliche, das Zusammenspiel zwischen harten und weichen Faktoren oder wie wir auch oft sagen, in diesen Bereichen technologischen Innovationen, baulichen Maßnahmen und sozialen Innovationen, wie kann auch Wirtschaften, wie kann Zusammenleben im 21. Jahrhundert aussehen und eben Vertrauen und Dynamik wirklich über dieses Co-Creation oder Co-Produktionsprozess entstehen kann und hier wirklich ganz spannende neue Angebote auch in einer Innenstadt entstehen werden, Kosnix-Laden wie die Ribert-Cafés, die in der Stadtwerkstatt stattfinden und dadurch wirklich komplett neue Angebote auch hier entstehen. Gut, nach diesem ersten Block, der sicher mal sehr umfassend war, würden wir jetzt vielleicht mal die Frage an das Moderatorenteam geben. Gibt es mal Fragen aus der Zuhörerschaft? Von den Zuhörern scheint momentan noch keine große Frage zu stehen. Ich möchte aber die Gelegenheit ergreifen, bevor uns die Landesrätin verlassen muss, kurz auf etwas hinzuweisen, was für uns immer ein großes Thema ist, und zwar die Finanzierung dieser ganzen Arbeit zur Baukultur, zur Sensibilisierung der Mitmenschen. Denn und da eben meine Frage, ich habe nur gehört in der Vorbereitung, Österreich gibt im Jahr 80 Millionen Geld für die Förderung der Baukultur aus. Das ist auf Südtirol umgerechnet ungefähr 5 Millionen. Wie kommt ihr zu diesen Förderungen? Erstens für diese Projekte und zweitens, wie ist es euch gelungen, überhaupt zu dieser Zusammenarbeit zu kommen? Also einerseits der Wettbewerb, aber die andere Seite auch diese ganz wichtige Marketingbegleitung, die Bürger reinholen, zu hören, was wollen wir gemeinsam wirklich für die Zukunft machen. Also das ist für uns immer das wichtigste Anliegen jetzt überhaupt eben im Sinne des neuen Raumordnungsgesetzes, das bei uns ja jetzt so langsam greift. Vielleicht beginne ganz kurz ich gleich und dann Johannes, bitte, wenn du ergänzt. Bisher war sehr vieles davon von diesen Förderinitiativen auf Bundesländerebene quasi auch gebündelt und Kärnten hat in diesen Jahren attraktive Fördertöpfe und Möglichkeiten für Initiativen zur Stärkung der Orts- und Gemeindekerne gegeben, um diese Prozesse zu begleiten. Sprich Kärnten, das Land Kärnten, muss man sagen, wurde wirklich innovativ, auch wenn es vergleicht, wenn wir vorhin über Bundesland Steiermark gesprochen haben, was sicherlich in Kärnten mehr war. Und aber in Österreich ist über die letzten Jahre eine recht starke Diskussion zum Thema Baukultur, vor allem auch von der Plattform für Baukulturpolitik initiiert worden. Und im aktuellen österreichischen Raumordnungskonzept ist zum Beispiel eben Baukultur ein wesentliches Thema mit dem Ansinnen, und es befindet sich gerade im Aufbau, eine Baukulturinstitution, Baukulturagentur auf Bundesebene zu schaffen, das vergleichbar auch sein sollte mit beispielsweise einem Städtebauförderungsprogramm in der Bundesrepublik, um wirklich auch auf Bundesebene städtebauliche Agenten stärker unterstützen zu können. Kurze Ergänzung, vielleicht kann man mich hören, ja, doch. Im Falle von Wolfsberg war es halt von Anfang an so, dass auch die Stadtgemeinde eben diesen Beteiligungsprozess eben schon im Wettbewerb erwähnt hat, dass dieser unmittelbar nach dem Wettbewerb eigentlich auch gestartet werden sollte. Das war natürlich nicht das einzige Projekt, wie wir vorhin gesehen haben. All diese vielen Projekte, muss ich sagen, hat mehr oder weniger Rainer Rossecker dann initiiert. Und da muss man sozusagen halt immer wieder die Förderungsmöglichkeiten oder die Projektmöglichkeiten der Stadtgemeinde sozusagen skizzieren. Aber wir hatten ein gutes Team, wir hatten einen guten Bürgermeister, der diese Expertise vor allem von außen eigentlich begrüßt hat und gefördert hat und gepusht hat. Und das Team, also sozusagen, ja, das ganze Team hat eine gewisse Dynamik entwickelt. Das war für mich Wolfsberg. Und für uns, also oder für mich persönlich, ist es so ein bisschen so ein Demo-Projekt, ja, wo man sozusagen auch probiert. Natürlich auch deswegen, weil ich aus Wolfsberg stamme, dann hat man irgendwie eine ganz andere
Beziehung zu dem Ganzen und vielleicht investiert man dann auch mal mehr, als eigentlich möglich wäre. Und vielleicht eine kurze Ergänzung eben, es war wirklich dynamische Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde. Es sind gemeinsame Ideen wirklich in der Arbeitsgruppe entstanden und wo wir dann auch versucht haben, wiederum Förderungen auch mitzunehmen, wie dann später das Smart City Projekt beispielsweise eben das einer Bundesförderung ist, um bestmöglich auch ein Finanzierungsportfolio da auch zu schaffen, weil ein Problem ist natürlich meistens in Städten mit stagnierender Demografie, Standorte, die jetzt nicht sehr dynamisch sind, sind zumeist die budgetären Haushalte, sprich wie schaffen wir Situationen, um eigentlich Beteiligung zu ermöglichen. Wobei eben, wenn man sich Kosten für bauliche Maßnahmen ansieht, ist oft nicht so hoch. Wir sehen auf einer späteren Folie den Hochbaudirektor aus Bregenz und Vorarlberg hat ja in Österreich eigentlich die stärkste Beteiligungstradition, würde ich mal sagen. Und die haben zum Beispiel die Vorgabe, hat uns damals erzählt, in Bregenz, dass eigentlich bei jeder baulichen Maßnahme 4% für Beteiligungsmaßnahmen vorgesehen werden. Schnelle Rückfrage an Herrn Schaffser. Wie sehen oder welche Möglichkeit sehen Sie, dass wir bei unseren Bürgermeistern mehr Vertrauen wecken können, mehr Interesse an diesen Beteiligungsprozessen? Wie sehen Sie das? Also, weil da glaube ich, müssen wir einfach neue Wege finden. Sollen wir jetzt Influencer anstellen, die uns diese Botschaft rausbringen? Wir suchen einfach neue Wege. Deswegen laden wir einfach Leute ein, die uns von diesen Beteiligungsprozessen und von diesen gemeinsamen Entwicklungsprozessen erzählen können. Ja, also ich glaube, dass jetzt mit der Erstellung des Entwicklungsprogrammes, wo ja eine Partizipation vorgesehen ist oder verpflichtend vorgesehen ist, und diese auch finanziert wird, wir bekommen ja auch für die Partizipation einen entsprechenden Landesbeitrag, dann dürfte das nicht mehr ganz das große Problem sein. Natürlich, wie Sie sagen, wir müssen ein bisschen neue Wege finden, weil bisher war ja unsere Partizipation ja vielleicht nicht gerade die wir im letzten Mal im Vortrag das Herrn Rosecker gesehen haben. Unsere Partizipation hat sich bisher oder in den meisten Fällen bisher auf sogenannte Bürgerversammlungen beschränkt, wo wir bereits fast fertige Konzepte vorgestellt haben. Und hier müssen wir eindeutig eine Kehrtwende machen und starten mit der Bearbeitung, dass wir mit der Bearbeitung starten. Aber ich glaube, nachdem die Finanzierung der Partizipation im Gemeindeentwicklungsprogramm inklusive ist, dann glaube ich, werden wir diesen Schwung schon schaffen. Frau Landesrätin, haben Sie dazu noch uns eine positive Mitteilung zu machen? Ja, ganz kurz. Ich glaube, wir sind langsam auf dem Weg, dass dieses Gemeindeentwicklungsprogramm nicht als Belastung gesehen wird, sondern als Chance erkannt wird. Und wenn wir da einmal fest auf dem richtigen Weg sind, dann glaube ich, erkennt man auch den Mehrwert der Beteiligung und den Mehrwert auch, der eben mit neuem Denken geschaffen werden kann. Diese Beispiele vom Leerstand und diese Gründer-Szenarien, die hier aufgezeigt wurden, das sind eigentlich so positive Beispiele für junge Menschen, die vielleicht Räumlichkeiten im Innern, praktisch im Kern einer Gemeinde, im Innern einer Stadt finden, auch was Kosten anbelangt, also auch realistische zu realistischen Preisen, dass hier ganz neue Ideen entstehen, nicht mehr so der Ableger von Konzernen nicht in den Städten wird, sondern dass wirklich die Menschen selber vor Ort Initiative ergreifen. Und mir persönlich gefällt vor allem dieses Gründerszenarien schaffen, damit eben Städte wieder ganz aktuell werden. Alles andere hat der Präsident des Gemeindeverbandes gesagt, die Voraussetzungen sind geschaffen. Jetzt geht es einfach darum,
dass wir noch einen langen Atem, auch das zurück an die Architekturstiftung, einen langen Atem noch haben, um, wenn die Gemeinden starten, dass wir relativ bald positive Beispiele auch von unserem Land den anderen als Vorbild aufzeigen können. Ich denke, bis wir dahin kommen, brauchen wir eben noch diesen Atem. Es geht so Schritt für Schritt und es geht immer etwas leichter. Ich glaube, die Vorstellung, dass es überhaupt gelingen kann, wird immer konkreter. Ich wäre jetzt recht zuversichtlich, vielleicht bin ich manchmal zu optimistisch, aber ich wäre da wirklich zuversichtlich. Darf ich mich noch mal ganz kurz melden? Wir hatten vor 10 Tagen in Algund eine Preisverleihung, Bewegungs- und Sportpreis 2022. Und hier hat man gesehen, hier war ein sehr großer Spielbereich, Sportspielbereich geschaffen worden, zum Teil mit einer Partizipation des Südtiroler Jugendringes. Und da hat man eindeutig gesehen, wie sich die Bevölkerung, die da ja partizipativ mitgearbeitet hat, vor allem Kinder, Jugendliche, das ist ganz eine andere Sichtweise rund um den Spielplatz, wie wenn die Gemeinde den Spielplatz einfach macht. Damit wollte ich sagen, wir haben schon einige Ansätze im kleinen Bereich, Beispiele, wo das sehr gut funktioniert hat. Dann Samuel, wollen wir wieder zurück an die Referenten geben? Ja, wobei ich schon eine Frage mich brennend interessieren würde, weil vielleicht noch zu diesem Block, bevor ihr dann ja auch über den Beteiligungsprozess genauer erzählt. Ihr habt das jetzt wie einen nahtlosen Übergang geschildert vom Wettbewerbsergebnis zum Beteiligungsprozess. Und ich frage mich, wie das konkret abgelaufen ist, weil also als Architekt heißt das ja dann erstmal, man legt seine Kompetenzen ab und der Soziologe übernimmt sozusagen, provokant formuliert. Also wie war das konkret? Soziologe moderiert und Architekt hat seine Expertise, würde ich sagen. Und ich glaube, das kommt jetzt im nächsten Block der Umsetzung, genau, ne? Dass wir eigentlich diesen Prozess nochmal detaillierter beschreiben oder Johannes aus seiner Perspektive beschreibt. Also genau so war es. Der Rainer Rossecker hat es designt und geleitet und wir haben eigentlich die architektonische, städteplanerische Expertise immer ergänzt. Aber okay. Ich komme jetzt noch dazu. Wir können auch gerne nach dem Block dann noch einmal stoppen. Rainer? Vielleicht eine kurze Erfahrung von meiner Seite, genau in diese Frage. Wir sind, nachdem es ein Wettbewerbsergebnis gegeben hat, hinzugezogen worden. Spannend wäre es zum Teil wahrscheinlich schon wirklich auch im Zuge des Wettbewerbs, im Sinne von konzeptionellen Verfahren, im Sinne von interdisziplinären Teams auch schon im Wettbewerb arbeiten, weil ich glaube, dann kann man Parameter auch noch viel besser einstellen dahingehend, die dann im Zuge der Beteiligung eben wirklich von Bürgern und Bürgerinnen auch mitbestimmt werden und Entscheidungen getroffen werden können. Das ist vielleicht, muss man auch sagen, eventuell im Nachhinein kann man sowas optimieren, aber wir haben es durch auch Vorerfahrung, dass wir die beiden Büros zusammengearbeitet haben, auch schon im Vorfeld, glaube ich, sehr gut geschafft, auch während dem Prozess. Ja. Also da hat der Rainer jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Natürlich war das konkret in Wolfsburg auch eine Riesendiskussion, zumindest eine interne, warum macht man das nach dem Wettbewerb? Wir haben in der Architekturszene oder wir machen sehr viel Wettbewerbe im Büro, also wir akquirieren wahrscheinlich 90% oder so der Projekte über Wettbewerbe. Und wir sehen halt immer, wie wichtig die Vorbereitung eines Wettbewerbes ist und was dort teilweise auch leider passiert. Nicht nur Kosten, die überhaupt nicht einzuhalten sind, sondern einfach auch inhaltliche Fragen. Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn man so früh wie möglich dort ansetzt. Wir sind da auch ganz in reger Diskussion in Graz, in der Steiermark, um solche Dinge einfach
einfach zu verbessern. Ja. Im konkreten Fall Wolfsberg war es so, man muss fairerweise sagen, sie hatten einen Prozess im Vorfeld, das waren so, moderierte Diskussionen zu gewissen Themen, und das war sehr wohl die Basis für den Wettbewerber. Das hätte natürlich viel besser noch sein können. Wir haben das so genommen, wie es halt gekommen ist, und haben versucht, das Beste sozusagen draus zu machen. Vielleicht soll ich kurz fortfahren. Es kommt ein kurzer Block jetzt, was die Planung und Umsetzung betrifft. Wir können ja dann noch einmal vielleicht diskutieren. Während der Planung haben wir versucht, die Bevölkerung ganz stark mit einzubinden. Wir haben letzte Woche in Graz eine ganz gute Veranstaltung gehabt in der Smart City Graz, wo auch aus aktuellem Anlass, eben weil wir ein neues Raumordnungsgesetz bekommen haben, sehr viel diskutiert wurde, auch über partizipative Prozesse. Und da gab es, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ganz eine wichtige Aussage, finde ich, dass es, wenn man ein Projekt entwickelt, so wie Sie das bei der Smart City in Graz gemacht haben, muss die Bevölkerung von Anfang an ehrlich informiert werden, ehrlich, und zwar regelmäßig. Und das haben wir auch in Wolfsberg versucht. Eben, wir haben diese Stadtwerkstatt gehabt, wo wir die Pläne, wie man es rechts unten ganz schön sieht, mit der Bevölkerung diskutiert haben. In dem Fall ist es der Vertreter vom Architekturbeirat. Aber was wir auch gemacht haben, ist, wir haben natürlich Informationsveranstaltungen gemacht zum Thema. Hier zum Beispiel das große Bild, das sind also Kollegen von uns aus Graz, das Atelier für Architektur, Christoph Schwarz und Thomas Pilz, die sehr viel Erfahrung gehabt haben schon mit Shared Spaces oder Begegnungszonen. Und die Leute haben wir uns geholt. Also da darf man keine Berührungsängste haben oder irgendwie eitel sein als Architekt. Die muss man sich holen, um die Erfahrungen einfach der Bevölkerung weiterzugeben. Und hier gab es wirklich eine ganz schöne Anekdote, nämlich der Trafikant, der sozusagen unmittelbar betroffen ist, und die Wirtschaftstreibenden haben natürlich immer Angst, wenn man von Begegnungszonen oder vielleicht Fußgängerzonen spricht. Der hat gesagt am Ende dieses Vortrages, aha, so funktioniert das. Also der hat das sozusagen dann daran geglaubt. Und das ist wichtig. Rechts oben sieht man dann den Bernhard Fink, den der Rainer Rossecker schon vorhin zitiert hat. Der ist Bauamtsleiter in Bregenz und war unter anderem halt verantwortlich für einen Kornmarktplatz, der uns auch nicht nur in diesem Projekt oder bei vielen Projekten immer ein Vorbild war und ist. Rechts unten zum Beispiel ein Kollege auch, der auf der Karl-Franzens-Universität in Graz lehrt, der über die Psychologie der Oberflächen referiert hat. Also all diese Dinge haben wir initiiert und war immens wichtig einfach für die Umsetzung. Ich möchte ganz kurz auf die Ergebnisse vielleicht ein bisschen auch kritisch eingehen, und nämlich insofern, was ist eigentlich aus diesen Vorhaben beziehungsweise aus diesen Problempunkten geworden? Wie haben wir es geschafft, diese umzusetzen? Sie sehen hier jetzt sozusagen das Ergebnis. Es wurde ein Drittel circa dieser ausgeschriebenen, im Wettbewerb ausgeschriebenen oberen Stadt umgesetzt. Hier sehen Sie eben Bilder von diesem hohen Platz. Zwei Drittel wurden leider noch nicht umgesetzt. Das hat vielerlei Gründe. Auch Covid ist natürlich uns in die Quere gekommen. Wir haben die infrastrukturelle Erneuerung natürlich konsequent umgesetzt, aber nicht nur das, wir haben eigentlich eine Veranstaltungsfläche geschaffen mit wirklich Hochleistungsanschlüssen, da kann man, glaube ich, wirklich ein Riesenkonzert machen, und eben auch andere Infrastrukturen. Also man sieht irgendwie, glaube ich, spürt vielleicht auf diesen Bildern, dass es funktioniert, dass die Leute das auch annehmen, dass es Potenzial hat, wieder das Herz irgendwie der Gemeinde zu werden, bei allen Problemen, die wir nach wie vor haben. Hier sieht man vielleicht,
oder das sollte ein Bild sein, wo man die Begegnungszone auch irgendwie ganz schön sieht. Diese ist ja mittlerweile verordnet und es gibt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von maximal 20 km/h jetzt eben über diesen hohen Platz. Ich habe gesagt, ich möchte das aber auch kritisch betrachten. Also da gibt es ein Bild vorher, nachher. Die Gestaltung ist ja eine Sache, aber das andere ist, dass wir nach wie vor ein Riesenproblem haben mit dem Durchzugsverkehr. Das hat aber natürlich andere übergeordnete Probleme, weil uns fehlt immer noch ein übergeordnetes Verkehrsleitsystem, das nach wie vor nicht umgesetzt worden ist. Das übrigens aber auch im ISEC, den wir ja dann nachfolgend genauer erläutern werden, eine tragende Rolle sozusagen einnimmt. Die erhofften Aufenthaltsbereiche, die wir geschafft haben, sind, denke ich mir, ganz gut gelungen, vor allem da um diese Mariensäule herum. Die Fußgänger haben definitiv jetzt mehr Raum bekommen, wobei das Bild rechts natürlich ein bisschen irreführend ist, beziehungsweise unfair ist, weil es eine Veranstaltung ist. Die Barrierefreiheit ist ein großes Thema gewesen, war auch sehr schwierig, weil topografisch ja nicht sehr einfach der Platz, aber das haben wir wirklich zu 100% geleistet sozusagen, mit allen sozusagen Kopfständen vielleicht nicht, mit allen möglichen Detaillösungen. Diese flexible Nutzbarkeit dieses öffentlichen Raumes war uns wirklich wichtig, habe ich, glaube ich, ausreichend erläutert. Hier sieht man, dass es auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und hier vielleicht noch, was Rainer vorhin schon gezeigt hat und auch angesprochen hat. Hier sieht man, das ist jetzt kein spektakuläres Bild, aber man sieht, dass die Leerstände weg sind. Das ist ein äußerst schwieriger Platz an dem hohen Platz. Also das ist wirklich das letzte Lokal, was man eigentlich vermieten kann. Auch das ist sozusagen gefüllt. Und hier noch einmal vielleicht einerseits ein Leerstand, der jetzt mit Chili Franz gefüllt ist, aber hier ist auch kein spektakuläres Foto, aber mir wäre wichtig, noch einmal zu zeigen, auch diese Infrastruktur, die in einer Stadt einfach notwendig ist, wie Fahrradständer, Müllbank, die Beleuchtung fehlt noch, das haben wir eigentlich flächendeckend umsetzen können. Und last but not least noch einmal die Oberfläche, die natürlich schon in die Jahre gekommen ist, auch wirklich große Nachteile gehabt hat, wie zum Beispiel Lärm etc. Das Ergebnis sozusagen ist ja, glaube ich, eine sehr hochwertige Terrazzo-Pflasterung, die sehr robust ist und eigentlich vor allem auch diese Barrierefreiheit wirklich, glaube ich, ganz gut erfüllt. So, das ist jetzt ein kurzer Blick gewesen, was so aktuell, wie die Ausführung vonstatten gegangen ist. Und jetzt würde ich es gerne wieder dem Rainer übergeben. Danke, Johannes, beziehungsweise nochmal kurz die Frage in die Runde, ob es Fragen jetzt zur Ausführung, Umsetzung, zur Gestaltung gibt. Aus dem Publikum gibt es keine Fragen, das heißt, ich würde den einfach weitermachen. Okay. Ja. Vielen Dank. Wir haben dann, wie schon vorhin erwähnt, wir haben versucht, eben unterschiedliche Finanzierungen auch mitzunehmen. Und ein Projekt ist das Smart City Projekt. Smart City ist eine Förderschiene vom Klima- und Energiefonds in Österreich. Klima- und Energiefonds, wie wir schon gehört haben, geht sehr stark um die Themen, eben wie schafft man eigentlich Resilienz, wie schafft man Klimawandel, Anpassung in Städten. Wie schafft man intelligente Städte? Sprich, Smart City ist bei uns eigentlich nicht definiert, so wie es IBM macht, dass man jetzt nur eventuell die Mistkübel mit Sensoren ausstattet und die Parkplätze mit Sensoren ausstattet und das dann alles elektronisch nur vielleicht mit Frequenzmessungen verbindet, sondern auch, wie schafft man soziale Innovation und was vielleicht auch jetzt bei der Umsetzung des hohen Platzes man sich gefragt hat, wie schafft man auch sogenannte blaue und grüne Infrastrukturen in Städten. Und wir haben da eine Einreichung gemacht für ein Sondierungsprojekt
2019 und eben das bekommen und haben damit eigentlich dann, wir haben jetzt immer vorhin bei diesen Bildern die obere Stadt, vielleicht zeigst du kurz da im Kataster, Johannes, wo die ist, na, vielleicht nochmal zurück, zeigst du nochmal die obere Stadt auf der vorigen Folie. Man sieht das jetzt. Sieht man meine Maus? Schwer. Ja, man sieht es, es ist quasi das links. Das ist die obere Stadt. Genau. Wir haben eigentlich in diesen ersten Jahren uns sehr stark nur die obere Stadt oder mit der oberen Stadt beschäftigt. Das war auch der Wettbewerb. In der Mitte sieht man die sogenannte untere Stadt, die eher im 19., Anfang 20. Jahrhundert dann eigentlich eine Stadterweiterung außerhalb der Stadtmauern in Wolfsburg entstanden ist. Und natürlich hat man dann auch in der unteren Stadt gesagt, naja, und was ist mit uns? Wir haben auch unsere Herausforderungen in der unteren Stadt und haben gesagt, naja, wir versuchen jetzt wirklich mal konzeptionell den Blick auf die gesamte Stadt zu richten und auch gleichzeitig das Tun bisher zu evaluieren, haben uns, und jetzt bitte nächste Folie, die demografische Entwicklung dann nach 2015 wieder mal genau angeschaut, gesehen, dass eigentlich Bevölkerungsstand stabil ist, das heißt kein Bevölkerungsrückgang, was wichtig ist, sogar einen Trend erlebt haben, dass es einen Zuzug in die Innenstadt gibt und dass von den Alterskennzahlen die Innenstadt demografisch auch jünger ist. Sprich, da gibt es Potenzial, auch um wirklich Leben wieder in die Innenstadt zu bringen und diesen Trend eben versuchen auch weiterzuführen. Haben dann nochmal innovativ auch die Leerstände uns angeschaut, Leerstandserhebung 2017 nochmal wiederholt und eben, was ich vorher schon erwähnt habe, auch den Wohnungsleerstand mit in den Fokus genommen, weil eine belebte Stadt, eine durchmischte Stadt, die auch nur von Menschen lebt, die da drinnen wohnen. Wie wir alle wissen, natürlich gerade die Sanierung, die Entwicklung des Wohnungsbestandes auch eine Herausforderung. Hier ist vielleicht die nächsten beiden Bilder zeigen nochmal dann auch den Leerstandskataster, den wir da aktualisiert haben, nämlich leerstehende Geschäftslokale, wo wir sehen oder davor gesehen haben, dass wirklich in den Zentrum die Leerstände wirklich zurückgegangen sind und die B-Lagen natürlich noch immer Betroffenheit haben. Sprich auch die Frage, wie schaffen wir Frequenzen in die B-Lagen? Und auf der zweiten Folie aber wirklich das Thema auch der Wohnungsleerstände. Haben dann das eben auf der nächsten Folie auf die gesamte Innenstadt einmal angeschaut, wie schaut es mit Dichte von Innenstadt- oder zentrumsrelevanten Sortimenten aus von Gewerbebetrieben und Geschäften, haben gesehen, dass an sich es wirklich gut fokussiert ist auf die Innenstadt, also obere Stadt und untere Stadt, aber natürlich diese Insel mit Fachmarktzentren rundherum gegeben sind. Und dann die Überlegung war, wie kann man das insgesamt auch besser fassen und vor allem die Innenstadt, also die historische Altstadt, und jetzt bitte die nächste Folie, wirklich auch insgesamt mit Verbindungen stärker noch zu denken. Wir sehen hier drei Punkte. Der rechte untere Punkt ist diese obere Stadt, die wir behandelt haben, getrennt dann durch die Lavan, durch diese wirklich wunderschöne Flussachse mit Grünraum. Dann der mittlere Punkt, die untere Stadt, wo teilweise Gewerbebetriebe hingezogen sind, aber viele auch nach außen in die Fachmarktzentren. Und dann nochmal auch links außen der Punkt der Bahnhofsumplatz, wo auf der linken Seite dann, wo man die Grünfläche sieht, auch eine relativ große Wohnbaubebauung schon geplant ist und quasi in Umsetzung begriffen ist. Und eben deswegen die Idee mit diesen schematischen städteräumlichen, städtebaulichen Bezügen zu versuchen, wie kann man da wirklich auch ein Programm entwickeln, das sich über die gesamte Stadt zieht. Und dann auch nochmal reflektiert auf der nächsten Folie, mein erster Punkt war eigentlich, dass wir analysiert haben, welche Stakeholder wollen wir einbinden. Wir haben dann einmal auch evaluiert, wie gut hat es mit der Stakeholder-Einbindung funktioniert. Wir haben gesehen, dass man zum Beispiel die Immobilienszene, Kunst- und Kulturbereich, Startups und auch Jugendliche sehr gut integrieren haben können. Was uns noch zum Teil gefehlt hat, waren eben weitere Gruppen wie Seniorinnen, dann der gesamte soziale Infrastrukturbereich, wie können wir das noch mehr stärken. Dann zum Teil auch die Interessensvertreter, die sehr wichtig sind in Österreich, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, wie können wir die mitnehmen
auch diese Reise und eben wirklich da Gesamtportfolio entwickeln. Bevor wir jetzt auf den Isaac übergehen und zu Johannes übergehen, vielleicht nur ganz kurz auch, wie ist dann die Idee zum Isaac entstanden im Rahmen vom Smart City Projekt, beziehungsweise 2019 sind für der österreichischen Raumordnungskonferenz die Fachempfehlungen zur Stärkung von Stadt- und Ortszentren publiziert worden, mit 10 Empfehlungen, die dort drinnen waren. Und wir sind die 10 Empfehlungen durchgegangen, haben eigentlich gesehen, dass wir 8 dieser Empfehlungen wirklich erfüllt haben. Da geht es um Abgrenzung eines innerstädtischen Bereiches, das wir jetzt am Beginn gesehen haben. Da geht es um Beteiligungsformate, da geht es um Erstellung von Leerstandskataster und so weiter. Und dann eine Empfehlung, die wir noch nicht umgesetzt haben, war eben so nach dem Vorbild vom Städtebauförderung und Städtebauprogramm in der Bundesrepublik, sogenannte integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte, und haben dann gesagt, na, spannend, dessen möchten wir uns ehrlich annehmen, weil es gibt so viele Studien und Konzepte, die zur Innenstadt herumschwirren, sei es eben das Thema Gestaltung, aber was Johannes schon erwähnt hat, Mobilität, Verkehr, Funktionen, Nutzungen, und das wirklich insgesamt in einen Masterplan überzuführen. Die nächste Folie bitte. Zentrales Element eines ISEC ist Beteiligung. Wir haben mit unserem ISEC begonnen im Frühjahr 2020. Das genaue Datum kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber es war im Frühjahr 2020, und wir wissen alle, was im März 2020 war. Sprich, Beteiligung war da sehr schwierig oder nicht möglich, Lockdown etc. Und haben dann eigentlich die Entscheidung auch getroffen. Wir haben über die Jahre davor schon sehr viele Beteiligungsprozesse gemacht, und jetzt aufgrund auch der Umstände von Corona machen wir mal eine allgemeine Haushaltsbefragung, sprich, das können wir unter Anführungszeichen kontaktlos machen. Und so eine Haushaltsbefragung bietet uns auch die Möglichkeit, dass wir wirklich Menschen integrieren können, Wolfsbergerinnen und Wolfsberger integrieren können, die vielleicht wir bisher noch nicht erreicht haben, und auch denen die Möglichkeit zu geben. Und haben das an alle Haushalte ausgesandt mit der Möglichkeit, digital zu antworten oder auch mit dem Pencil. Und ich habe jetzt nur 2 Ergebnisse rausgeholt, nämlich auf der rechten Seite sieht man die Beurteilung bisheriger Maßnahmen, wie das beurteilt worden ist. Und das war sehr spannend. Umso größer der Balken, umso besser die Beurteilung, umgekehrt das Schulnotensystem, dass vor allem diese Impulsmaßnahmen wirklich sehr gut aufgenommen wurden von der Bevölkerung. Zum Beispiel das Repair-Café oder ein Kostnix-Laden oder Bücherzelt, wirklich diese Impulse zu geben. Dann natürlich die Förderung zur Betriebsansiedlung und dann gestalterische Maßnahmen wie Begegnungszone, wirklich auch nochmal ins Bewusstsein gerückt, wie wichtig die kleinen Maßnahmen sind. Und dann nochmal, und das ist auf der linken Seite dargestellt, weitere Maßnahmen. Und da waren an den ersten Stellen weitere Steigerung der Aufenthaltsqualität, gesamte Innenstadt, Wohnungssanierungen, Angebote für Jugendliche und Kinder zu schaffen. Das war sicherlich der Fokus, der davor noch nicht drin war. Mehr Grün und Wasser in der Innenstadt, blaue und grüne Infrastrukturen, Attraktivierung des Lavandufers, Wirtschaftsförderung. Das waren eben so die ersten Plätze aus diesen Befragungen, die wesentliche Grundlage für das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept waren. Und damit übergebe ich an dich, Johannes. Vielen Dank, Rainer. Also jetzt kommen wir sozusagen zur Kern der Sache, warum wir wahrscheinlich eingeladen wurden auch. Der ISEC, das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept für Wolfsberg. Wir haben es Vision und Masterplan Wolfsberg 2030 genannt. Vielleicht noch einmal zur Begriffsbestimmung. Rainer hat es eh schon erwähnt, wurde in der Städtebauförderung in Deutschland für integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte eben definiert. Der ISEC ist immer ein gebietsbezogenes Planungs- und Steuerungsinstrument. Und mit diesem Instrument, und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, nehmen Städte und Gemeinden eine aktive und eben eine steuernde Rolle ein. Und die zentralen Eigenschaften von einem ISEC sind, der ISEC bezieht sich immer auf ein bestimmtes und konkretes Gebiet, das werden wir noch sehen.
Er beschreibt Ziele und Handlungsschwerpunkte und er verfolgt eben einen ganzheitlichen integrierten Planungsansatz und entwickelt lösungsorientierte Maßnahmen. Und er setzt zeitliche und inhaltliche Prioritäten vor allem. Ja. Wesentlich ist auch, dass der ISEC eine interdisziplinäre Gemeinschaftsaufgabe verwaltungsexterner und interner Akteure sein muss. In unserem Fall war das die Projektarbeitsgruppe, die setzte sich zusammen aus drei Akteuren in der Verwaltung und uns zweien und natürlich unseren Mitarbeitern. Also im Endeffekt waren das dann letztendlich dann 7 Leute im Kernteam. Der ISEC entsteht unter Beteiligung der Öffentlichkeit, was Rainer vorhin eben schon erörtert hat, und ist vor allem, ist es so, sozusagen ein Living Paper, also ist auf kontinuierliche Fortschreibung angelegt und dient als langfristiger Orientierungsrahmen. In unserem Fall, oder es ist meistens so, dass er auf 10 Jahre sozusagen angelegt ist. Ja. Das Spezielle in Wolfsberg war vielleicht, dass wir auch auf einen riesigen Pool an Planungen und Studien schon zurückgreifen konnten und was eben Rainer schon erwähnt hat, auch an einen längeren Beteiligungsprozess, der ja, wie wir jetzt gehört haben, ja schon 2015 gestartet hat. Wir haben eben umfangreiche Bestandsanalysen gehabt, eben und eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit. Und was vielleicht auch sehr speziell war, hat Rainer auch schon erwähnt, dass wir leider das mitten in der Pandemie praktisch ausarbeiten mussten. Ganz wichtig, jetzt die wichtigsten Bausteine von einem ISEC sind immer, es braucht eine thematische Bestandsanalyse, ein integriertes Stärken-Schwächen-Profil, ein Leitbild, Handlungsräume und Handlungsfelder, Projekte und Maßnahmen. Das ist für mich oder für uns irgendwie auch das Herzstück, die Projekte. Wir kommen gleich dazu. Umsetzungsstrategien und Erfolgskontrolle sowie eine Kosten- und Finanzierungsübersicht. So ganz allgemein die Bausteine von einem ISEC. Das Spezielle, wie ich schon erwähnt habe, in Wolfsberg war, dass wir eine umfangreiche Planungsgrundlagen und Projektideen gehabt haben. Das geht über Studentenprojekte, Masterarbeiten, aber auch Studien, zum Beispiel, was man links sieht, eine Verkehrsstudie aus den 80er Jahren, wo man mehr oder weniger inhaltlich genau das vorfindet, was immer noch unser Problem ist. Also es ist leider wenig passiert. Die Studentenarbeiten in der Mitte, wir haben auch die Technische Universität Graz, das Institut für Städtebau unter der Leitung von Aglaé de Gros gewinnen können, um hier in Wolfsberg eben Studentenarbeiten zu machen. Das war ein sehr wertvoller Beitrag. Wir sehen dann im Anschluss, wie wir das praktisch eingepflegt haben bzw. einbinden haben können. Und rechts ein ganz interessantes Projekt, das war eine Masterarbeit von einem Kollegen, Markus Monsberger, der jetzt auch am Institut für Städtebau arbeitet, über die Radinfrastruktur in Wolfsberg, wie man sie entwickeln könnte, nicht nur in der Innenstadt, sondern eigentlich mit der Hauptaussage, dass man auch in einem regionalen Raum die Radinfrastruktur aufbauen sollte, um eben das Verkehrsproblem zu lösen. Er hat sozusagen nachgewiesen, dass die umliegenden Dörfer sehr wohl und eigentlich mit einfachen und sehr verhältnismäßig günstigen Maßnahmen an die Kernstadt sozusagen angebunden werden können. Also das ist für mich eine ganz wesentliche Erkenntnis, dass das nicht nur ein urbanes Thema ist, sondern natürlich auch für den regionalen Raum zutrifft. In Wolfsberg ganz konkret und in der Projektarbeitsgruppe haben wir dann 3 Kernthemen definiert, auch natürlich aus dem Beteiligungsprozess kommend, und der Rainer hat das teilweise eh schon erwähnt, 3 große Themen: Stadtkern mit öffentlichen Raum und Wohnen, Grünraum und Klima, Mobilität mit Schwerpunkt Rad. Es gibt natürlich und gab andere Themen, die wir diskutiert haben, aber
das Wesen von einem ISEC ist auch immer, dass man das nicht nur räumlich, sondern auch inhaltlich irgendwo sich fokussiert. Ja? Und das waren unsere Themen. Es gab auch räumliche Schwerpunkte. Das ist auch ein Wesen des ISECs. Ganz kurz, hier sehen Sie das Bearbeitungsgebiet mit der sozusagen mit der pinken Outline gezeichnet. Hier noch einmal die obere Stadt, die wir heute schon, die Sie schon kennengelernt haben, die untere Stadt, die der Rainer erwähnt hat auch, und bis hin eigentlich zum Bahnhof, der ja durch den Kolmtunnel ganz eine wichtige Rolle bekommt als Zugbringer zur großen Nord-Süd-Achse in Österreich oder ja, zukünftig. Aber auf jeden Fall, hier ist das Bearbeitungsgebiet und hier noch einmal die räumlichen Schwerpunkte, die sich innerhalb dieses Bearbeitungsgebietes oder auch an den Rändern befindet. Ein wesentlicher Punkt, ein wichtiger Punkt ist auch die Ausarbeitung eines Leitbildes, aber auch Leitlinien, wieder gemeinsam in der Projektarbeitsgruppe. Wir haben ganz allgemeine Leitlinien einmal in der Gruppe definiert, nämlich zu aller Anfang oder ganz oben ist es einmal die frugale Stadtentwicklung gewesen, also die Sparsamkeit, ja, oder auch Lenkung oder Steuerung von privaten Projekten durch die Gestaltung des öffentlichen Raumes oder durch die Aufwertung des öffentlichen Raumes oder Frei- und Grünräume auch. Ganz ein wichtiger Punkt, Mobilitätswende. Es steht auch ganz oben, Forcierung des Radverkehrs, gleichzeitig aber auch Optimierung der Parkplatzinfrastruktur. Ein Spezifikum vielleicht von Wolfsberg, wir haben es genannt, vom Fragment zum Ganzen, nämlich von der Initialzündung zu einem abgestimmten Gesamtplan. Das heißt, so viel wie wir hatten immer das Problem in Wolfsberg, dass es viele, viele Ideen gibt, die dann irgendwo verschwinden. Und das war auch ein Mitgrund, warum wir diesen ISEC eigentlich vorgeschlagen haben, damit all diese Ideen, die es ja gibt, wie ich sie schon genannt habe, zum Teil in ein sozusagen Kompendium oder einen Plan letztendlich gegossen werden. Die Beteiligung ist natürlich ganz eine wichtige Leitlinie und ganz allgemein auch die Belebung und Stärkung lokaler Ökonomie. Die Leitlinien jetzt bezogen auf die drei Themen, die wir definiert haben, nämlich auf den öffentlichen Raum und auf das Wohnen, war, wir wollen Quartiersbildung, also Kretzelbildung, wie wir es nennen, fördern. Wir wollen vor allem das innerstädtische Wohnen fördern und forcieren. Wir wollen auch Plätze mit eigenem Charakter entwickeln, Begegnungszonen, aber auch andere alternative verkehrsberuhigende Maßnahmen umsetzen. Die Leitlinien für den Grünraum, für das zweite große Thema war Schaffung ganz allgemein von grünen Inseln, Bekämpfung von Heat Islands, Ausbau der blauen Infrastruktur und bestehende Grünräume, wie wir sie hier sehen, die genannte Lavand, also quasi diese grüne Achse Nord-Süd durch Wolfsberg, wollen wir sichern, aber auch weiterentwickeln. Und das dritte große Thema und die Leitlinien dafür, die Mobilität. Wir wollen eine fahrradfreundliche Stadt werden. Wir wollen die Parkplatzsituation anpassen und auch die Bewirtschaftung auf die zukünftige Ausrichtung des Leitbildes ausrichten. Wir wollen die Begegnungszonen ausbauen. Wir wollen aber auch Verkehrsströme flexibel leiten. Also man kann das ja auch Tag und Nacht differenziert betrachten. Und wir wollen ein smartes Verkehrsleitsystem ausbauen. Hier übrigens das Bild vom Hohen Platz mit dem neuen Markt, der von Anbeginn an, also jetzt schon, glaube ich, fast 2 Jahre, jedes Wochenende passiert. Ja, hier das Leitbild. Hier sehen Sie noch einmal mit der pinken Outline unser Bearbeitungsgebiet, dann die genannten räumlichen Schwerpunkte. Ich zoome mal hier hinein. Hier sehen Sie mehr oder weniger noch einmal die Kernstadt oder die Innenstadt Wolfsberg, noch einmal die obere Stadt, die untere Stadt. Und in diesem Leitbild haben wir eigentlich festgelegt, dass wir die Lavand, also der Fluss, soll ein erlebbarer, begehbarer Erholungsraum werden. Hier haben wir festgehalten, dass innerhalb eines 10-minütigen Gehradius sozusagen
die Innenstadt, und das ist mit der gelben Linie dargestellt, verkehrsberuhigt werden soll, an den Rändern daher auch Parkplatzinfrastruktur ausgebaut werden soll und innerhalb eben dieses verkehrsberuhigten Kernbereichs sollen auch die öffentlichen Räume gestärkt werden. Das ist hier in dunkelrot dargestellt. Und wesentlich ist auch die Radinfrastruktur hier dargestellt, die große Nord-Süd-Verbindung, die durch das Lavantal führt, jetzt schon, aber zukünftig auch in der Innenstadt sozusagen oder durch die Innenstadt geführt werden soll und dort auch erkennbar sein soll. Wichtig sind auch die Korridore, haben wir definiert, nämlich der Korridor zum Beispiel vom Hauptbahnhof in die Innenstadt und andere Korridore in den Süden. Und das ist sozusagen, was ich vorhin genannt habe, das Kernstück, würde ich mal meinen, der Arbeit. Wir haben insgesamt 13 räumliche Schwerpunkte gesetzt und hier ist nur exemplarisch einer. Hier noch einmal das Prinzip, wie das aufgebaut ist. Links sehen Sie immer die Analyse dieses städtischen Raumes und rechts mehr oder weniger Lösungsansätze oder Festlegungen und vor allem Ziele und ganz konkrete Maßnahmen. Ganz allgemein, also Analyse natürlich mit einer Beschreibung, historischer Kontext etc. Analyse natürlich mit einer SWOT-Analyse, also Stärken-Schwächen-Analyse und rechts eben, da schauen wir uns das einmal genauer an, die Festlegungen für diesen Ort. Wie gesagt, haben wir uns eben eigentlich auf die bestehenden Projekte referenziert. Hier zum Beispiel haben wir eine Analyse eben aus diesem Verkehrskonzept aus den 80er Jahren hergenommen und gesagt, hier wurde schon in den 80er Jahren ein Verkehrskonzept ausgearbeitet, um diesen Teil als Fußgängerzone zu nutzen. Im westlichen Teil gibt es dann ein Einbahnsystem etc. etc. Hier diese gelben Punkte, vielleicht ganz interessant, sind diese studentischen Projekte, die finden wir also einen unglaublichen super Input gegeben haben. Diese finden sich übrigens dann im Anhang der ganzen Arbeit sozusagen, deswegen auch die Nummerierung. Hier noch einmal der R10, also dieser wichtige Radweg, der durch Wolfsberg geführt werden soll. Damit er durchgeführt werden kann, gibt es hier zum Beispiel eine Intervention, nämlich die Straße muss eine Einbahnstraße werden, damit das räumlich überhaupt funktionieren kann und so weiter und so fort. Hier noch einmal als Überblick der Projektkatalog, diese 13 mehr oder weniger räumlichen Analysen und Festlegungen. Hier dann noch einmal diese ganzen räumlichen Schwerpunkte eingegossen, sozusagen in den Masterplan Wolfsberg, wo noch einmal auch ganz wichtig diese Korridore, die ja letztendlich diese räumlichen Schwerpunkte verbindet, dargestellt sind. Und zu allerletzt und ganz wesentlich, Entschuldigung, ist dieser Maßnahmenkatalog, das ist mehr oder weniger die Sammlung all dieser Maßnahmen. Hier differenzieren wir eigentlich zwischen allgemeinen Maßnahmen und eben speziell die Maßnahmen an diesen räumlichen Schwerpunkten. Allgemeine Maßnahmen haben wir auch wiederum in der Projektarbeitsgruppe definiert, wie zum Beispiel Förderungsmaßnahmen für Wohnen im Zentrum, Unterstützung der Hausbesitzer oder die Durchführung von Bürgerbeteiligungsprozessen oder die Durchführung von Gestaltungswettbewerben, ganz allgemein, aber auch dann speziell auf diese räumlichen Schwerpunkte bezogen. Wo macht es Sinn, zum Beispiel einen Architekturwettbewerb machen? Wo reicht es aus, vielleicht ein Gestaltungshandbuch heranzuziehen, um vielleicht eine Gasse oder so weiterzuentwickeln, etc. etc. Ganz wichtig ist, dass dieser Maßnahmenkatalog dann auch noch zwei ganz wichtige sozusagen Komponenten bekommt. Zum einen die Finanzierung. Wie lässt sich das finanzieren? Ich habe anfangs erwähnt, dass der ISEC ja einen Zeitrahmen von 10 Jahren hat. Also hier ist definiert, wie kann man das finanzieren?
woher kann das Budget kommen? Und zweitens natürlich, wann ist diese Umsetzung geplant? Und vielleicht drittens noch, welche Akteure brauche ich? Reicht es sozusagen, das verwaltungsintern zu machen, oder brauche ich eine externe Expertise? Ja, das ist es eigentlich einmal. Hier noch einmal vielleicht zur Erinnerung, die ganzen Projekte, die wir jetzt besprochen haben, vom Gestaltungswettbewerb über diesen partizipativen Planungsprozess bis zum ISEC. Ich würde mal sagen, die Diskussion ist eröffnet. Wenn ich gleich da eine Frage starten kann, es sind zwar jetzt aus dem Publikum auch schon Fragen aufgetaucht, wir haben nur jetzt zu diesem Block ganz schnell eine prinzipielle Frage, haben wir das jetzt richtig verstanden? Ihr seid von der Gemeinde beauftragt worden, dieses Konzept zu erstellen, diesen Masterplan zu erstellen, weil Sie mit eurer Arbeit vorher so zufrieden waren. Stimmt das? Habe ich das richtig mitbekommen? Also wir sind, ja, also ich hoffe, dass Sie zufrieden waren. Ich glaube, ja, Sie werden es gewesen sein. Aber wir haben eben auf das Problem anfangs noch einmal hingewiesen, dass es eben viele Projekte gibt, die in der Luft herumschweben und die man eigentlich einmal praktisch auf den Boden bringen muss. Also ein großes Ganzes zu schnüren, das war unsere Intention und ich glaube, auch wirklich eine große Notwendigkeit in Wolfsberg. Und deswegen haben wir ja das Projekt vorgeschlagen und letztendlich Sie auch überzeugen können. Das war, muss ich auch sagen, schon Skepsis da, auch während der Ausarbeitung. Aber die Rückmeldung dann am Ende des Tages war, ja, das hätten wir uns eigentlich nicht erwartet, so Rainer, oder? So war dann irgendwie der Tenor am Ende des Tages, wie man das... Es war wirklich ein gemeinsames Arbeiten. Gell? Also man hat sie vielleicht ein bisschen manchmal sozusagen ein bisschen zwingen müssen, aber es hat nur Sinn, wenn man das gemeinsam ausarbeitet. Und all diese Projekte, diese 13 Teilprojekte und diese Maßnahmen, die dort definiert worden sind, ich bin ja gar nicht ins Detail jetzt gegangen, sind ausverhandelt worden. Ja? Also das ist sozusagen der Kern der Sache. Ja? Also ihr habt zusammen mit der Gemeinde, mit der Verwaltung diese Konzepte ausgearbeitet. Allerdings die Vorarbeit habt ihr durch Befragungen und Bürgerbeteiligungsprozesse auf die Füße gebracht oder zusammengeholt. Stimmt das oder habe ich das nicht ganz richtig eingeordnet? Plus vor allem die ganzen bestehenden Planungen, Konzepte, Studien, die es gegeben hat, wirklich mehr auf den Tisch gelegt. Und gesagt, wir müssen das mal durcharbeiten und wirklich schauen, was hat welche Relevanz mit den gegebenen Herausforderungen im Hinblick auf die Leitlinien, die auch aus der Befragung gekommen sind, wo wollen wir hin mit der Innenstadt, und dann zueinander in Bezug gebracht und auch geschaut, wie können einzelne Maßnahmen, Projekte Synergien entwickeln und sich gegenseitig stärken und dadurch wirklich eine attraktive Innenstadt im Sinne auch dieser Funktionsmischung erlangen. Selbstverständlich. Frage aus dem Publikum, bitte. Geht in diese Richtung. Wie sieht es bei den Prozessen der Austausch mit der Gemeinde aus? Sind da Zusammenkünfte und Zwischenpräsentationen mit dem Bürgermeister, Gemeinderat, Bevölkerung, sind die vorhanden? Oder ist es immer erst dann nach einem großen Block? In diesem Fall war es ganz klar so konzipiert, der Projektablauf, dass wir eine Arbeitsgruppe gründen, die bestehend aus Experten, das war Stadtplanungsamt oder Baudirektion, das war Bürgerinnenbüro und Stadtmarketing und das war Umwelt-, Grünraum, Zuständigkeiten mit uns als externen Experten gebildet wurde und wir haben so dreiwöchige Arbeitsgruppen, Workshops gehabt und dann wichtige Schritte definiert, wann es quasi politische Entscheidungsträger benötigt, sprich Bürgermeister oder Stadtsenat einzubeziehen, um Entscheidungen zu treffen und weiterzugehen.
Und dann aufgrund jetzt der Corona-Pandemie, eigentlich muss ich sagen, die Präsentation doch eher zum Schluss war, weil es hat gewisse Bedenken gegeben, das jetzt rein in ein Online-Format, diese Präsentationen zu machen, weil man eigentlich im Online-Format dann wenig Möglichkeit hat, wie sind die Emotionen dahinter jetzt von den Menschen, weil es sind eben doch, ich habe eingangs über eine gewisse Veränderungsresistenz gesprochen, die wir haben, und es dann schon mit einem umfassenden Konzept eben schwierig war, das quasi im Online-Raum zu machen, und wir damit gewartet haben, bis dann wieder möglich ist, wirklich Bürgerinformationstreffen auch zu gestalten. Aber da muss man sagen, war die Rückmeldung eigentlich sehr gut. Es waren alle Parteien im Gemeinderat zum Beispiel, die waren immer wieder informiert, sprich, da haben wir die Information gegeben. Was man vielleicht noch ergänzen sollte, ist, dass es wesentlich ist, dass dieser ISEC natürlich dann letztendlich im Gemeinderat beschlossen werden muss. Vielleicht sogar schon dieser Zwischenschritt zum Leitbild idealerweise. Und vielleicht ergänzen wir ganz kurz von mir, wir hätten sicher anders gemacht, wenn nicht diese Pandemiezeit gewesen wäre und Corona-Zeit, dann wäre es sicher anders gelaufen mit Bürgereinbindung. Wir haben aber trotzdem die Entscheidung getroffen, wir können diesen Weg gehen, weil wir, wie davor dargestellt, wirklich 4 Jahre intensiv mit der Bevölkerung vor Ort in der Stadt gearbeitet haben und dadurch wirklich einen reichen Erfahrungsschatz mitnehmen konnten. Ansonsten hätte ich mich das nicht getraut, in der Form ehrlich zu machen in der Zeit. Noch eine kurze Frage. Wie ist es euch gelungen, die Jugend so gut mitzunehmen? Ihr habt ja gesagt am Anfang, ihr habt eine gewisse Auswahl von den Stakeholdern getroffen, anhand von welchen Überlegungen. Und wie ist eben euch gelungen, dann die Jungen so gut reinzubringen? Über die Musik. Ja, da sind sie eben über bestehende Institutionen. Wir versuchen immer wieder mal das nicht über die klassische Schule zu machen, weil dann ist irgendwie so ein Pflichtschulprogramm. Wir sind aber zur Institution Musikschule gegangen. Das merke ich immer wieder in Beteiligungsprozessen, dass Musikschulen eine unglaubliche Ressource sein können, weil dort wird auch Kreativität gelernt, ja. Und dessen auch in örtliche Entwicklungen oder städtische Entwicklungen einzubringen, ist immer wieder wirklich ein Erfolgskriterium. Und dann über die Institution Jugendzentrum, mit dem Jugendzentrum gearbeitet, eben dann bei Veranstaltungen immer wieder bewusst Bands aus der Musikschule programmiert quasi eingeladen zu spielen, die dann wiederum andere Jugendliche anziehen und dadurch ein gewisser Multiplikationseffekt auch entsteht. Ich muss aber sagen, so wie das zumeist in Beteiligungsprozessen ist, außer es geht um spezifische Jugendanliegen und die können wirklich adressiert, sollten Jugendliche noch mehr Rolle eigentlich in diesen allgemeinen Beteiligungsprozessen. Und ich glaube, da müssen wir noch mehr auch hinschauen, wie können wir die Jugend mitnehmen. Ein kleines Highlight war ja vielleicht das ganz zu Beginn, diese Stammtische, die du initiiert hast, wo wir sowohl in bürgerliche Lokale als auch, weiß ich nicht, in Jugendlokale und ins Jugendzentrum eben gegangen sind oder in eine Galerie, ja, und eben die Leute dort versucht haben abzuholen. Ja. Sozusagen ganz niederschwellig, ne? Das war eigentlich der Start, unmittelbar nach dem Wettbewerb, oder? Ich würde da gerne anknüpfen. Johannes, du hast erwähnt, dass du selbst aus Wolfsberg bist und unter anderem auch Mitarbeiter von dir aus Wolfsberg waren oder sind und aktiv beteiligt waren. Und mich würde die Frage interessieren, eben, glaubst du, das war ausschlaggebend auch irgendwie, Bezugspersonen zu haben, die man vielleicht in Wolfsberg auch kannte und denen man vertraut hat. Weil es gibt ja schon sehr oft auch so eine gewisse Scheu vor solchen Prozessen oder ja, die zum Teil ja. Eben aus ja, Kompetenzmangel kommt, aber auch einfach dadurch, dass es Neuland ist, eben das so in die Richtung würde mich interessieren. Ich hatte eigentlich am Anfang so ein bisschen fast eine Angst davor, weil ich dachte, dass die verlorenen Kinder sozusagen oder die Stadt verlassen haben, vielleicht gar nicht so willkommen sind. Das Gegenteil war eigentlich der Fall.
Und ich muss sagen, wir hatten da damals wirklich einen super Bürgermeister, der zum Beispiel auch bewusst die Ausgezogenen und auch im Ausland bewusst anschreibt, ja, nicht irgendwie mit der Idee, dass die vielleicht irgendwann mal zurückkommen, sondern dass er, glaube ich, einfach diese Expertise, die man dann halt hat oder die Erfahrungen, die man halt woanders bekommt, eigentlich irgendwie nach Wolfsberg transferieren kann. Also ich weiß ja nicht, das ist, ich habe das beachtlich gefunden. Also ich habe am Anfang, wie gesagt, eben eher geglaubt, die werden uns ein bisschen skeptisch betrachten. Das Gegenteil war eigentlich der Fall, ja. Und natürlich ist es so, glaube ich, wenn man das kennt, und ich wohne sozusagen ja unmittelbar neben der Innenstadt, ich kenne das sozusagen auswendig, dann hat man natürlich einen gewissen Vorteil. Logisch. Es gibt noch eine Frage aus dem Publikum. Die geht jetzt mehr auf Detail zurück. Also eigentlich zweiteilige Frage. Wie könnte man mehr Wert auf einen verantwortlichen Umgang mit Ressourcen legen? Zum Beispiel Kopfsteinpflaster wiederverwenden, ohne neue Materialien in den Kreislauf einzuführen. Das war eine ganz konkrete Frage in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und die zweite, wie stark war in der Diskussion die Möglichkeit, Leerstände, also gewerbliche, umzuwidmen und mehr Wohnraum zu schaffen, nachdem es ja jetzt mit Post-Covid weniger Büroraum braucht. Ist das auch ein großes Problem gewesen oder habt ihr das einfach dem Zufall überlassen, wer sich da wofür meldet? Darf ich die erste Frage beantworten? Also ich sehe da jetzt eigentlich überhaupt kein Problem, jetzt sozusagen einen anderen Pflasterstein zu verwenden, weil selbstverständlich werden die Granitsteinpflaster wiederverwendet, also an anderer Stelle. Wir hatten nur das Problem mit diesem Granitsteinpflaster. Übrigens haben wir das sehr wohl überlegt, diese teilweise wiederzuverwenden. Es gibt da einfach zum Beispiel ein Riesenproblem mit dem Schall oder mit der Lärmbelastung. Ja. Natürlich auch einhergehend mit dem PKW-Verkehr. Aber das ist etwas, was wir auch aus dem Beteiligungsprozess gelernt haben, dass das wirklich ein Riesenfaktor ist, wenn man wiederum nämlich an das Wohnen in der Innenstadt denkt. Ja. Aber Stichwort Nachhaltigkeit oder Recycling, also da wurde sicher kein einziger Stein irgendwie weggeschmissen, das wird selbstverständlich als wiederverwertet. Vielleicht ganz kurz zur zweiten Frage. Bei uns ist jetzt nicht zur Diskussion gestanden, eine Sockelzone quasi Gewerbelokale Richtung Wohnungen umzuwidmen, weil wir belebte Sockelzonen eben für die Innenstadt wollten. Und was jetzt die darüberliegenden Geschosse betrifft, habe ich erwähnt, eben wir haben 2019 33% Leerstand mit unseren Erhebungsmethoden festgestellt. Muss man jetzt dazu sagen, ist nicht immer Wohnungsleerstand, der kann gewerblich genutzt werden, oder aber ist dann auch immer wieder mal kein marktfähiger Leerstand, weil eben Sanierungsnotwendigkeit, Modernisierungsnotwendigkeit, Stichwort Barrierefreiheit etc. gegeben ist. Insofern ist schon das Thema Wohnen in der Innenstadt ein Thema, das im Masterplan des ISEC behandelt wurde und drinnen ist, aber eigentlich wirklich noch mehr eigene Kraftanstrengung auch in Wolfsberg benötigt, um wirklich diesen Wohnraum, den gegebenen Wohnraum, auch in der Innenstadt weiter attraktivieren. Darf ich noch mal auf die Materialität zurückkommen? Mir ist da vielleicht noch was Wichtiges eingefallen. Die Idee, warum man zum Beispiel einen Terrazzo-Belag für diese Kernfläche verwendet, das ist ja sehr aufwendig, ist natürlich auch sehr teuer, ja, oder verhältnismäßig teuer, war einfach aber auch, um diesem historischen Zentrum eigentlich so eine Wertigkeit zu geben, wie es sich verdient hat. Ja. Weil das große Problem jetzt, und das hat natürlich wiederum mit dem Auto was zu tun und mit dem Parken, ist, dass das
dass die Leute irgendwie ein bisschen die Beziehung zu ihrer Stadt, zu ihrem Zentrum verlieren. Und das sieht man dann, dass es einfach, dass dieses Zentrum vernachlässigt worden ist. Und ich glaube, das kann vielleicht in dem Fall sogar Architektur leisten, dass man einfach über Materialität, über Haptik und so weiter das wiederentdeckt, sage ich einmal. Also das war ganz bewusst die Entscheidung, dann nehmen wir was Hochwertiges. Ja? Man kennt das ja auch aus vielen Städten, vor allem vielleicht im Süden, die wirken ja auch wie Innenräume teilweise. Und die Stadt Wolfsberg, also der Hohe Platz, hat auch diese innenräumliche Qualität. Wenn ich dort mich aufhalte und kein Auto fährt, glaube ich, ich bin in einem Raum, also im Wohnzimmer. Das funktioniert. Das haben wir gesehen, sobald man die Straße sperrt, sobald man Veranstaltungen hat, das funktioniert. Und das muss man irgendwie den Leuten wieder ins Bewusstsein bringen vielleicht. Und deswegen diese bewusste Entscheidung. Ganz eine andere Frage wieder. Thema Finanzierung habe ich schon ganz kurz angeschnitten gehabt. Herr Schatzer, glauben Sie, wie schaut es jetzt bei uns konkret aus? Sind wir da im Stand für diese wirklich ganz, ganz wichtige Leistung der Planer zusammen mit guten Moderatoren und den Marketingleuten, die sich da auskennen, wie man da die ganze Geschichte begleiten kann? Wird da irgendwie die Finanzierung sichergestellt werden? Wie schaut es da für unsere Zukunft aus? Na, wenn wir jetzt speziell für das Gemeindeentwicklungsprogramm reden, dann ist die Finanzierung sichergestellt, aber unter der Voraussetzung, dass eine zwischengemeindliche Zusammenarbeit stattfindet. Das hat zwar jetzt nicht unbedingt architektonisch, städtebauliche Zusammenhänge, sondern hängt einfach damit zusammen, wo kommt das Geld her. Das Geld, das der Landeshauptmann für diesen Zweck zur Verfügung stellt, derzeit, das kommt eben aus einem Topf der Region, und dieser Topf sagt eben, das Geld kann nur ausgegeben werden, wenn bei den Gemeinden eine Zusammenarbeit stattfindet. Jetzt sind wir aber ausschließlich bei der Erstellung des Gemeindeentwicklungsprogrammes. Das heißt, wenn eine Gemeinde, sag ich mal, einen ähnlichen ISEC machen würde, weil auch zufällig auch meine Gemeinde in diese Richtung für einen Teil der Gemeinde denken müsste. Wir haben zum Beispiel mitten uns in unserer Gemeinde ein altes Kasernenareal von ca. 4 Hektar. Und das derzeit dem Land gehört und das an die Gemeinde übergehen wird. Und hier muss man natürlich dann entsprechende Wettbewerbe, wir sind dabei beim Überlegen, was wir hier insgesamt machen können. Hier gibt es keine Finanzierung. Hier muss das die Gemeinde natürlich selbst stemmen. Ja, weil am Anfang, das hat ja sehr gut geklungen, dass man da übergemeindliche Arbeit fördern will. Aber eben gerade, wie man es jetzt aus diesem Beispiel sehen, sind da doch sehr, sehr eigene Gebiete vorhanden. Jede Gemeinde hat auch dort noch in ihrer Gemeinde unterschiedliche Problempunkte, die sie da unter einen Hut bringen muss. Also eben, da braucht es schon doch eine andere Finanzierung, andere Möglichkeiten. Ja, wenn ich aber nur ergänzen darf, das Gemeindeentwicklungsprogramm, das sieht ja, wissen wir alle, das sieht ja verschiedene Projekte, verschiedene Konzepte vor. Hier muss ja speziell das Tourismuskonzept der gesamten Gemeinde gemacht werden, ein Mobilitätskonzept der gesamten Gemeinde gemacht werden und so weiter. Nicht? Also ich glaube, das Gemeindeentwicklungsprogramm ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einem Stadtteil, so wie es jetzt gerade vorgestellt worden ist, wo dieser ISEC gemacht worden ist. Ne? Das natürlich immer das gesamte Gemeindegebiet umfassen muss.
auch ganzheitliche Überlegungen haben immer wieder die Kleinteiligkeit in sich drin, damit es funktioniert. Obwohl ich müsste das Konzept der Finanzierbarkeit für alles ein bisschen darstellen. Muss eventuell weitergetragen werden, ja, klar, klar. Und noch eine Frage, aber die habe ich jetzt eigentlich mehr an euch von nach außen. Wie sieht es jetzt mit der Umsetzung aus? Gibt es da jetzt, wer ist da dieser sogenannte Kümmerer, der sich dann um diese schönen Konzepte kümmert? Ja, was mir jetzt die Umsetzung, was mir jetzt noch einmal gekommen ist, also ich wollte jetzt noch einmal auf diese Übersicht schalten. Und vielleicht einmal kurz skizzieren, welche Gebiete überhaupt da ausgewählt worden sind. Das sind ja nicht nur öffentliche Räume, wie man es eben am Beispiel des Weiherplatzes, den man halt links oben sieht, gesehen haben. Es sind auch zum Beispiel Gebiete, wie der Rainer vorhin erwähnt hat, am Bahnhof, die ohnehin jetzt entwickelt werden und oder links unten ein Gebiet, ein innerstädtisches Gebiet, das eigentlich in privater Hand ist, wo aber eben die Stadtgemeinde durch den ISOC jetzt versucht, da gewisse Lenkungsmaßnahmen sozusagen zu setzen. Also sprich, die Gemeinde ist nicht gezwungen, jetzt diese ganzen Orte zu entwickeln, sondern hat eigentlich für die Orte, die unmittelbar vor einer Entwicklung stehen, einen gewissen Frame oder Rahmenbedingungen gesetzt. Hier links unten zum Beispiel eben noch einmal ein innerstädtisches Wohngebiet in privater Hand, wo es sogar schon einen Bebauungsplan gibt und der ISEC empfiehlt, diesen zu überarbeiten, weil wir glauben, dass der Schwächen hat und eben überarbeitet gehört. Also insofern, vielleicht kann man die Frage so beantworten. Andererseits muss man sagen, ja, das ist vielleicht ein Problem, das wir noch zu lösen haben, wer sich darum kümmert, ja, in den nächsten 10 Jahren letztendlich, ja. Rainer, ich weiß nicht, ob vielleicht hast du noch so einen Kommentar dazu? Grundsätzlich vorgesehen, wie Johannes vorhin erwähnt hat, dass es einen Gemeinderatsbeschluss dafür gibt, dass es ein Masterplan-Beschluss gefasst ist und dann aus operativer Ebene, dass eigentlich die Baudirektion zuständig ist. Die Umsetzung und alle Umsetzungsprozesse dahingehend koordiniert. Und natürlich im Gemeinderat die Ziele dahingehend auch beschlossen werden, um eigentlich im Sinne des Stundenplans, wie es auch in den Maßnahmen der Konvention ist, über 10 Jahre versuchen, auch eine Finanzierung abzusichern. Dann hört sich ein bisschen schlecht, Rainer. Ja, Entschuldigung. Darf ich nochmal wiederholen? Ich glaube, es ist gegangen, aber es ist irgendwie. Ja, das ist vorgegangen, ja. Aus dem Publikum gibt es noch eine konkrete, direkte Frage an den Herrn Patzer. Und zwar, der technische Leitfaden für die Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogramms sieht einen Work in Progress nicht vor. Wie können Erfahrungen aus gelungenen Projekten bezüglich Partizipation und Baukultur in die Durchführungsbestimmungen zu Artikel 51 des Gesetzes für Raum und Landschaft eingebracht werden? Können Sie dazu noch Stellung beziehen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil der Artikel 51, das sieht im Grunde keine Durchführungsbestimmung mehr vor. Es ist einfach festgeschrieben im Artikel 51, im Rahmen eines öffentlichen Verfahrens muss das Gemeindeentwicklungsprogramm erstellt werden, dass die Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen, der Verbände und der Interessensgruppen gewährleistet. Wir haben aber in der
in der Vereinbarung über die Finanzierung und den entsprechenden Beschluss der Landesregierung ist dem festgeschrieben, dass die Erstellung des gesamten Gemeindeentwicklungsprogrammes im Einvernehmen bzw. mit Begleitung des Landesamtes für Gemeindeplanung erfolgen muss. Das heißt, dass jede Gemeinde einen Mitarbeiter oder jede Gemeindegruppe in der Zusammenarbeit einen Gemeindemitarbeiter, einen Mitarbeiter des Landesamtes für Gemeindeplanung zugesprochen bekommt, der die Gemeinde bzw. den Gemeindeverbund oder die zusammengeschlossenen Gemeinden in der gesamten Ausarbeitung begleitet und der natürlich auch gewährleistet, dass dieser partizipative Prozess auch effektiv stattfindet. Aber Durchführungsverordnung in dieser Ordnung ist keine mehr vorgesehen. Also ist das jemand, der vom Land der Gemeinde gestellt wird? Der begleitet die Hauptverband für Gemeindeplanung. Der begleitet die Gemeinde in der gesamten Ausarbeitung. Der muss auch beim ersten Beschluss des Gemeinderates insgesamt muss ein Einvernehmen gefunden werden, dass auch die Ausarbeitung der Ist-Zustandserhebung und dann auch des programmatischen Teiles, dass der auch ordnungsgemäß erfolgt und der in der Praxis während der Ausarbeitung die Gemeinde, wie gesagt, begleitet und unter Anführungszeichen auch ein bisschen mitkontrolliert. Also der ist speziell für die Beteiligungsprozesse zuständig? Nein, für die gesamte Ausarbeitung. Und gleich wie die jetzt aufgestellt wird? Also dem obliegt es nicht zu kontrollieren, dass auch Beteiligungsprozesse wirken, also richtige Beteiligungsprozesse gemacht werden. Den obliegt es auch zu kontrollieren, dass die vom Gesetz vorgeschriebenen Maßnahmen auch umgesetzt werden. Und hier ist natürlich auch geschrieben, festgeschrieben, im Rahmen eines öffentlichen Verfahrens. Und dieser Mitarbeiter wird auch kontrollieren, ob dieses öffentliche Verfahren stattfindet. Aber was versteht ihr jetzt ganz konkret unter dem öffentlichen Verfahren? Also das könnte auch eine Informationsveranstaltung, eine Abendveranstaltung sein. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt in den verschiedenen Veranstaltungen und auch in verschiedenen Workshops ist schon verstanden worden, dass eine Bürgerversammlung, in der ein fertiger Plan vorgestellt ist, kein öffentliches Verfahren ist. Das ist, glaube ich, inzwischen schon klar, dass man hier eindeutig ein bisschen umdenken muss. Ja, also das ist jetzt vielleicht ein ganz guter Abschluss für unsere Veranstaltung, weil ich sehe gerade, das ist jetzt 20 Uhr und wir wollen sehr pünktlich sein. Also ganz, ganz herzlichen Dank an alle für diese ganz wichtigen Inputs. Wir werden weitermachen. Wir werden nachhaken, wir werden nachfragen. Wir hoffen, dass da doch langsam ein Umdenken stattfindet, dass wir weiterhin gute, positive Beispiele zeigen können, die dann auch wieder Schule machen. Und insofern möchte ich jetzt mitteilen, dass wir Mitte Juni die nächste Veranstaltung haben werden, immer zum Thema Baukultur. Und die wird sich vor allen Dingen um Verkehr, Verkehrsinfrastruktur und so weiter handeln. Ganz, ganz herzlichen Dank. Samuel, an dich. Man hört dich nicht. Ich von meiner Seite bedanke mich auch recht herzlich bei den Teilnehmern, Johannes und Rainer, für euer Engagement und für die sehr beeindruckende Arbeit, finde ich. Und natürlich auch beim Herrn Schatzer und bei dir, Margot, für die Organisation. Und ich glaube, das Projekt hat eindrücklich gezeigt, dass auch von der Verwaltungsebene
ein gewisser Rahmen geschaffen werden kann, der eine ja, positive Stadtentwicklung ermöglicht und sozusagen von der anderen Seite her denkt, nicht von oben herunter, sozusagen top-down, sondern eher ja, durch euer Engagement auch ins Leben gekommen ist. So, und dafür herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön, guten Abend. Vielen Dank auch von unserer Seite und schön, dass wir eingeladen waren. Liebe Grüße nach Südtirol. Danke sehr. Schönen Abend. Wiedersehen.